Wir müssen heute, glaube ich, analysieren, woran hat das gelegen, was ist im Wahlkampf selbst falsch gelaufen und wie können wir uns jetzt eigentlich für die Zukunft aufstellen? Das ist ja die eigentliche Frage. Ich bin dem Bundesvorstand echt dankbar für diese Sitzung heute und ich glaube, das kam auch bei allen Wortmeldungen raus. Ich muss sagen, ich finde es hervorragend, dass wir heute hier alle zusammen sind und gemeinsam jetzt über ein Verfahren nachdenken, weil was uns auf jeden Fall nicht dient, ist, wenn wir zu viel Ich haben und zu wenig Wir, und das Wir sollte wieder im Fokus sein. Ja, ich glaube, dass wir auch nochmal deutlich machen müssen, dass wir unsere Mitglieder stärker in Entscheidungen einbeziehen, und zwar auf allen Ebenen, damit eben die Mitglieder auch den Mehrwert ihrer Mitgliedschaft dann auch erkennen. Was ausbaufähig wäre, meiner Meinung nach, ist, glaube ich, schon die Einbindung der Basis in den Entscheidungen. Darüber werden wir heute ja auch sprechen und da müssen wir einfach besser werden. Es war heute super wichtig und das hat vor allen Dingen eins gezeigt, dass wir die Stärke in den Kreisverbänden haben, dass wir meinungsstark und konstruktiv miteinander diskutieren können und dass wir vor allen Dingen auf eins hören, und das ist die Meinung unserer Mitglieder. Es war eine gute Konferenz, es war eine sehr konstruktive, aber auch sehr kritische Debatte. Wir haben zurückgeblickt auf den Wahlkampf, auf die Wahlkampagne, auf das Ergebnis dieser Bundestagswahl, aber wir haben vor allem nach vorne geschaut. Wir schlagen mit dem heutigen Tag ein neues Kapitel auf, ein neues Kapitel der Mitgliederbeteiligung. Der nächste Vorsitzende oder die nächste Vorsitzende der CDU Deutschlands soll ermittelt werden unter Durchführung einer Mitgliederbefragung. Alle herzlich begrüßen zu unserer Kreisvorsitzendenkonferenz. Reden sollen heute Kreisvorsitzende und nicht Landesvorsitzende. Das war nämlich die Grundidee, der Basis jetzt hier mal das Wort zu geben. Wir müssen heute, glaube ich, analysieren, woran hat das gelegen, was ist im Wahlkampf selbst falsch gelaufen. Und wie können wir uns jetzt eigentlich für die Zukunft aufstellen? Das ist ja die eigentliche Frage. Ich bin dem Bundesvorstand echt dankbar für diese Sitzung heute. Und ich glaube, das kam auch bei allen Wortmeldungen raus. Ich muss sagen, ich finde es hervorragend, dass wir heute hier alle zusammen sind und gemeinsam jetzt über ein Verfahren nachdenken. Weil was uns auf jeden Fall nicht dient, ist, wenn wir zu viel Ich haben und zu wenig Wir. Und das Wir sollte wieder im Fokus sein.
Ja, ich glaube, dass wir auch noch mal deutlich machen müssen, dass wir unsere Mitglieder stärker in Entscheidungen einbeziehen, und zwar auf allen Ebenen, damit eben die Mitglieder auch den Mehrwert ihrer Mitgliedschaft dann auch erkennen. Was ausbaufähig wäre, meiner Meinung nach, ist, glaube ich, schon die Einbindung der Basis in den Entscheidungen. Darüber werden wir heute ja auch sprechen, und da müssen wir einfach besser werden. Es war heute super wichtig, und das hat vor allen Dingen eins gezeigt, dass wir die Stärke in den Kreisverbänden haben, dass wir meinungsstark und konstruktiv miteinander diskutieren können und dass wir vor allen Dingen auf eins hören, und das ist die Meinung unserer Mitglieder. Es war eine gute Konferenz, es war eine sehr konstruktive, aber auch sehr kritische Debatte. Wir haben zurückgeblickt auf den Wahlkampf, auf die Wahlkampagne, auf das Ergebnis dieser Bundestagswahl, aber wir haben vor allem nach vorne geschaut. Wir schlagen mit dem heutigen Tag ein neues Kapitel auf, ein neues Kapitel der Mitgliederbeteiligung. Der nächste Vorsitzende oder die nächste Vorsitzende der CDU Deutschlands soll ermittelt werden unter Durchführung einer Mitgliederbefragung. Einen schönen guten Abend, liebe Gäste, und ganz herzlich willkommen schon zur letzten CDU-Live-Veranstaltung zur Vorstellung der Kandidaten zum CDU-Parteivorsitz. Heute zu Gast Helge Braun. Mein Name ist Frank Niebuhr, und auch heute an meiner Seite die liebe Kollegin von mir, Christine Quastorf. Hallo, Christine. Guten Abend, Frank, und herzlich willkommen an unsere Zuschauer, die jetzt schon eingeschaltet haben und mit dabei sind beim CDU-Live mit Helge Braun. Lassen Sie mich vorab noch zwei Hinweise sagen. Zum einen findet natürlich die ganze Veranstaltung hier unter den geltenden Hygienemaßnahmen statt. Ein weiterer Hinweis ist, dass Sie auch jetzt zum Beispiel schon die Wortmeldungen nutzen können. Sie können jetzt schon Ihre Frage an Helge Braun stellen. Das Feld finden Sie unter dem Livestream-Fenster. Nutzen Sie das ruhig schon und geben Sie Ihre Wortmeldung ein. Und der letzte Hinweis ist natürlich, genau wie an den vergangenen Abenden, 5.000 Teilnehmer können auf unserer Event-Plattform teilnehmen. Für alle anderen, Sie können sich natürlich das CDU Live auch auf cdu.de anschauen. Genau so ist es. Und in wenigen Minuten wird auch Helge Braun bei uns im Studio sein und sich Ihren Fragen stellen. Bis dahin kommt jetzt etwas, was all diejenigen von Ihnen, die uns am gestrigen Mittwoch und am Montag zugeschaut haben, schon kennen. Sie wissen jetzt, was auf Sie zukommt, nämlich das phänomenale Vorprogramm, was wir für Sie vorbereitet haben. Wir überlegen schon, damit auf Deutschlandtour zu gehen. Mal gucken, wir sind noch in der Planungsphase. Aber wir wollen Sie jetzt eben vorbereiten, ein wenig einstimmen auf das, was Sie am heutigen Abend erwartet. Ja, und du hast das schon gesagt, Vorprogramm natürlich auch an diesem Abend. Uns beide sehen Sie ja groß im Livestream-Fenster, Sie haben aber noch mehr Möglichkeiten. Genauso wie in den vergangenen CDU-Live-Veranstaltungen können Sie den Chat nutzen und mit den anderen Teilnehmern kommunizieren. Oben rechts neben dem Livestream-Fenster finden Sie das Chat-Symbol, dort einfach raufklicken und dann können Sie mit allen Teilnehmern schreiben. Ganz wichtig, alles, was Sie dort schreiben, ist auch für alle anderen sichtbar. Ja, und auch heute ist für Sie nicht nur Zuschauen angesagt, sondern Mitmachen. Das gilt nicht nur für die Wortmeldungen, Christine hat es gerade gesagt, sondern auch für die zwei kleinen Umfragen, die wir auch heute für Sie im Vorprogramm vorgesehen haben. Und die erste Umfrage, die beginnen wir genau jetzt, denn Sie wissen es ja schon, wir wollen immer was von Ihnen erfahren und Sie ein bisschen näher kennenlernen. Und dieses Mal möchten wir gerne von Ihnen wissen, wie lange Sie schon Mitglied unserer schönen Partei CDU sind. Wenn Sie uns von der Plattform aus zuschauen, dann erscheint jetzt bei Ihnen auf dem Bildschirm ein Eingabefenster mit den entsprechenden Auswahlkategorien. Klicken Sie dann bitte die Kategorie an, die zu Ihnen passt, und da sehen wir Sie auch schon, und dann anschließend nicht vergessen, auf Absenden zu klicken. Und dann sind wir mal sehr gespannt, was das Ergebnis dieser Umfrage sein wird. Wir freuen uns schon drauf, machen Sie gerne fleißig mit. Und während wir auf das Ergebnis dieser Umfrage warten, noch mal ein paar kurze Worte von mir zum aktuellen Prozess der Mitgliederbefragung. Ich werde ja nicht müde zu betonen, dass das wirklich eine historische Chance für Sie ist, an solch einer Mitgliederbefragung teilzunehmen. Ich bitte Sie sehr herzlich, oder wir alle tun das, machen Sie auch wirklich mit. Und machen Sie es am besten über Online-Verfahren. Denn wir wissen alle, dass es viel schneller ist, viel effizienter, viel einfacher ist. Und wir sind schließlich als CDU die digitalste Partei in Deutschland. Und diesem Anspruch sollten wir auch bei der Mitgliederbefragung gerecht werden. Also, wenn Sie es noch nicht getan haben sollten, sich online zu registrieren, um auch online bei der Mitgliederbefragung teilnehmen zu können, dann holen Sie das noch ganz schnell nach. Sie können das noch tun bis zum 2. Dezember, 23.59 Uhr, kurz vor Mitternacht, per Gongschlag sozusagen. Bis dahin haben Sie Zeit,
sich zu registrieren. Gehen Sie einfach auf die Seite www.anmeldung-cdu.de und nutzen Sie den Link zur Anmeldung, den wir Ihnen per E-Mail am 12. November zugeschickt haben. Und dann sind auch Sie online dabei. Und wenn Sie in Ihrem Umfeld jemanden kennen, CDU-Mitglied, und Sie wissen, der hat sich auch noch nicht online registriert, dann geben Sie diese Information auch gerne weiter. Diejenigen von Ihnen, die sich weder für die Online-Wahl noch für die Briefwahl angemeldet haben, die bekommen dann ganz automatisch die Wahlunterlagen per Post zugeschickt. Und bevor ich weiter erzähle zur Mitgliederbefragung, habe ich schon aus dem Augenwinkel gesehen, dass wir schon das Ergebnis unserer Umfrage haben. Dann schauen wir einfach mal drauf. Ich habe schon mal raufgeguckt, Frank, und da sind doch viele schon 20 bis 40 Jahre dabei, 40 bis 60 auch. Ja. Aber ich freue mich auch, dass wir sozusagen ein paar neue Mitglieder haben, die dabei sind. Super, oder? Ja, ist ein bunter Querschnitt sozusagen. Ich freue mich auch über die vielen neuen Mitglieder, die das anschauen, aber über jeden und jede. Und Sie sind natürlich auch alle herzlich eingeladen, wenn Sie in Ihrem Umfeld noch Menschen kennen, die sagen, wo Sie sagen, die müssten auch dringend in die CDU, sprechen Sie sie gerne darauf an. Nochmal kurz zur Mitgliederbefragung zurück. Wenn Sie auf Ihrer Plattform den Reiter Termine anklicken, dann sehen Sie die Termine und Fristen für den weiteren Prozess unserer Mitgliederbefragung deutlich aufgeführt. Die CDU-Live-Events, die enden ja mit dem heutigen Abend, aber wir haben noch ein Top-Event für Sie in petto. Nämlich am kommenden Mittwoch, den 1. Dezember um 18 Uhr, findet das Town Hall-Meeting mit allen drei nominierten Kandidaten statt. Das können Sie live verfolgen, entweder im Livestream auf cdu.de oder auch im Fernsehen auf dem Sender Phoenix. Also automatisch oder ausnahmsweise mal den Sender Phoenix auf den ersten Sendeplatz Ihrer Fernbedienung legen und am nächsten Mittwoch 18 Uhr zuschauen. Die weiteren Fristen zur Mitgliederbefragung sind dann wie folgt. Am 3. Dezember beginnen wir mit dem Versand der Wahlunterlagen. Die Abstimmungsphase selbst ist dann vom 4. bis zum 16. Dezember. Und am 17. Dezember wissen wir dann, ob wir schon einen neuen Vorsitzenden haben oder ob es in die Stichwahl geht. Alle Informationen rund um die Mitgliederbefragung finden Sie auch auf unserer berühmt-berüchtigten Homepage www.vorsitz.cdu.de. Wenn Sie zusätzliche Fragen haben sollten, dann einfach eine E-Mail-Nachricht schreiben an mitgliederbefragung@cdu.de oder Sie rufen uns an. Unsere Hotline ist geschaltet werktags von 9 bis 18 Uhr unter 030 220 70 333. Unser Team im Adenauerhaus ist Ihnen sehr gerne behilflich. So, der Werbeblock ist zu Ende. Jetzt wieder zurück zum heutigen Abend. Kannst du uns nochmal erklären, wie das mit den Wortmeldungen funktioniert? Mache ich gerne nochmal. Vielleicht ist ja heute auch jemand das erste Mal dabei bei diesem CDU Live. Sie können natürlich Ihre Frage live an Helge Braun stellen. Dazu nutzen Sie die Wortmeldefunktion. Die finden Sie unter dem Livestream-Fenster. Da klicken Sie einmal rauf. Und dann können Sie Ihre Wortmeldung schriftlich hinterlegen. Ganz wichtig, wenn Sie hier ins Studio geschaltet werden möchten, dann die Checkbox anklicken. Ich möchte live ins Studio geschaltet werden. Und Sie können Ihre Frage live an Helge Braun stellen. Letzter Hinweis, Sie müssen es natürlich abschicken und dann landet es bei uns in der Redaktion. Hier nochmal gesagt, alles, was Sie hier schreiben, ist natürlich nicht für alle sichtbar, sondern nur für unsere Redaktion. Frank. Genau. Danke, Christine. Sehr schön. Die Redaktion schaut sich das ein bisschen an und trifft eine kleine Auswahl, damit wir einfach möglichst viele Themen, die Ihnen wichtig sind, heute hier auch zur Sprache bringen können. Wir haben das in den letzten beiden CDU-Live-Veranstaltungen gut hinbekommen, dass wir so maximal 15 Personen ins Studio schalten konnten. Ich bin mir sicher, dass uns das auch heute gelingen wird. Machen Sie also fleißig mit, geben Sie uns Ihre Wortmeldung ab, denn das ist das wichtigste Element der heutigen CDU-Live-Veranstaltung. Ja. Und da sind wir schon bei dem Thema, wie komme ich denn jetzt eigentlich live ins Studio? Wie werde ich live dazugeschaltet? Das ist ganz einfach. Wenn Ihre Frage ausgewählt wurde, erhalten Sie eine Nachricht im Reiter KAH Redaktion. Das ist der Reiter rechts oben neben dem Livestream-Fenster. Sollte die Redaktion Sie anschreiben, haben Sie dort einen gelben Punkt. Und einige von Ihnen wurden auch schon angeschrieben, also schauen Sie gerne schon nach. Ganz wichtig, Sie öffnen diese Nachricht, dort ist ein Link drin, den Link klicken Sie an oder kopieren ihn in ein neues Fenster und dann sind Sie in einem virtuellen Raum und wir machen mit Ihnen noch einen kleinen Technikcheck. Das heißt, funktioniert Ihre Kamera, Ihr Mikrofon, können Sie uns beide sehen, also uns dann zumindest später, erstmal die Kollegen, können wir Sie hören, können Sie uns hören und wenn das alles passt, dann geht es auch ins Studio und Sie können Ihre Frage an Helge Braun stellen. Ganz wichtig, machen Sie wirklich jetzt schon mit, nutzen Sie die Gelegenheit, wir müssen eben diesen Technikcheck vorab noch machen und es dauert immer 1-2 Minuten, also gerne jetzt Ihre Wortmeldung schon stellen und die Redaktion kommt dann auf Sie zu im Reiter KAH Redaktion. Genau, und einige haben das auch schon getan. Ich nenne jetzt mal die beiden Namen, wo die Redaktion es noch nicht schafft, Kontakt aufzunehmen. Den Link haben Sie ja schon erhalten, das sind einmal Elias Ossenkopp und Sarah Jasmin Kastel.
Die Redaktion versucht, Sie zu erreichen für den Technikcheck. Schauen Sie einfach kurz mal drauf und klicken Sie den Link an, damit das gut funktioniert und wir Sie gleich auch bestens im besten Licht und bestem Ton hier ins Studio schalten können. Das wäre sehr, sehr schön, denn wir freuen uns auf Ihre Fragen. Wir freuen uns auch auf Helge Braun, der in wenigen Augenblicken bei uns sein wird. Ich sehe schon, er ist schon parat. Sie können ihn noch nicht sehen, aber ich. Er ist schon verkabelt, die Krawatte ist gerichtet. Es kann also gleich wirklich losgehen. Kurz vorher haben wir noch eine kleine weitere Umfrage für Sie. Auch das kennen diejenigen schon, die am Montag und Mittwoch dabei waren. Wir machen wieder unsere berüchtigte WordCloud-Umfrage zu der Frage, welche Erwartungen Sie an einen neuen CDU-Vorsitzenden haben. Unabhängig davon, wen Sie favorisieren oder wer es am Ende sein wird. Also einfach beantworten die Frage, welche Erwartungen haben Sie an den neuen Vorsitzenden. Nutzen Sie das Eingabefeld auf Ihrem Bildschirm. Maximal 1 bis 2 Worte bitte pro Eingabe. Sie können das Eingabefeld so oft nutzen, wie Sie mögen, aber nur 1 bis maximal 2 Worte. Und dann wird sich hier, wie von Geisterhand, eine wunderschöne Wortwolke ergeben. Richtig, und das ist mein Stichwort. Sobald sich die Wortwolke jetzt hier so langsam hinter uns aufbaut, werde ich leider gehen müssen. Das kennen wir vielleicht auch schon aus den anderen Veranstaltungen. Wir haben unser Studio 2 geteilt und ich bewege mich jetzt mal in die andere Ecke des Studios. Und von hier aus werde ich die Fragen, die uns schon vorher schriftlich erreicht haben, denn Sie haben uns schon ordentlich Fragen zugeschickt, und die Fragen in dem Chat beobachten. Ja, und werde von hier aus ein paar Fragen mit einreichen. Lieber Frank, dann begrüße jetzt gerne den Hauptgast für heute. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, lieber Herr Braun, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, ich freue mich riesig und bin mal gespannt auf die Diskussion. Wir können gespannt sein, das wird bestimmt wieder ganz toll, da bin ich sehr, sehr sicher. Zu Beginn eine kleine Einstiegsfrage von mir. Wir hatten ja schon die CDU-Live-Veranstaltung mit Friedrich Merz und Norbert Röttgen, Ihren Mitbewerbern. Ihre Kandidatur ist ja ehrlicherweise die überraschendste der dreien gewesen. Wie waren denn so die ersten Reaktionen, als Sie Ihre Kandidatur verkündet haben? Es sind ganz viele gekommen, haben gesagt, ich freue mich, dass es noch ein zusätzliches Angebot gibt. Es gibt natürlich auch diejenigen, die gesagt haben, jemand, der bisher als Kanzleramtsminister gearbeitet hat, wie kann der sozusagen jetzt der Mann für die Zukunft sein? Aber darum geht es ja jetzt, dass man das auch erklärt. Das werden wir bestimmt hinbekommen. Herzlichen Dank. Und jetzt wollte ich gerne mit Ihnen noch auf das Ergebnis unserer Umfrage schauen, die wir gerade mit unseren Gästen an dem Bildschirm durchgeführt haben. Wir haben die Gäste gefragt, welche Erwartungen sie an einen neuen Vorsitzenden der CDU haben. Schauen wir doch mal gemeinsam auf das Ergebnis. Wieder ein bunter Mix, wie die letzten Male auch. Wunderbar. Also die Begriffe, die besonders häufig genannt wurden, sind es besonders groß dargestellt. Sind das Begriffe, mit denen Sie sich anfreunden können? Ja, das trifft natürlich genau ins Herz der Themen, die wir jetzt haben. Führungsstärke wird erwartet, weil wir natürlich in den letzten Jahren gesehen haben, wir haben so viele Kompromisse gemacht in der Regierung, dass viele das Gefühl haben, ich spüre eigentlich gar nicht mehr, wofür steht denn die CDU mit ihrem ureigenen Profil. Und da jetzt eine klare Kante zu zeigen, führungsstark auch zu sagen, wo es lang geht, das ist, glaube ich, wichtig. Aber ich finde, wenn man auch sieht, dass solche Themen wie Digitalisierung, wie Erneuerung, wie Motivation und Fortschritt ja, auch bei uns als CDU hier relativ groß sind. Das zeigt, wir haben jenseits der Inhalte auch einen organisatorischen Erneuerungsbedarf. Und darum müssen wir uns kümmern in den nächsten 2 Jahren. Ja, sehr spannend, wie ich finde, auch wirklich eine bunte Vielfalt. Bei allen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die man so kennt, heißt es ja auch mal aufs Kleingedruckte achten. Fallen Ihnen bei den kleineren Begriffen vielleicht auch 1, 2 ins Auge, wo Sie sagen, das finden Sie spannend? Das ist ein Riesenausrufezeichen bei Frauenpower in die CDU. Ja, das sehe ich auch gerade. Genau. Das ja. Fällt auch ins Auge und ist ja natürlich auch ein Thema. Ich finde ehrlich gesagt, dass auch in den Medien das Thema Frauen in der CDU jetzt so stark aufgegriffen worden ist in letzter Zeit. Wir müssen da sehr klar sein. Wir haben starke Frauen, die müssen wir auch in den Mittelpunkt stellen. Und die CDU darf sich nicht mehr fortgesetzt eine Diskussion darüber leisten, dass das für uns ein Problem sei. Das kann es im Jahr 2022 nicht mehr sein. Wunderbar, das stimmt wohl. Herzlichen Dank erstmal für diese erste Einordnung. Und jetzt beginnen wir auch sofort mit den Zuschaltungen. Und beginnen darf heute Stichwort Frauenpower. Da legen wir auch gleich richtig los, denn wir haben jetzt Frau Sarah Jasmin Kastel in der Leitung. Hallo Frau Kastel, schönen guten Abend. Ja, guten Tag, hallo. Bin ich jetzt zugeschaltet? Sie sind jawohl zugeschaltet, live zu sehen und zu hören. Stellen Sie gerne Ihre Frage an Herrn Braun. Okay, ich habe die Frage und zwar erstmal guten Tag, Herr Braun, und zwar zu Ihren beiden Mitstreiterinnen, Nadine Schön und Frau Serap Güler. Zum einen, wofür die beiden stehen und zum anderen interessiert mich insbesondere bezüglich Frau Güler, wie es da zu der Auswahl dieser Person kam.
Ja, also erstmal hallo, und die beiden kenne ich schon sehr, sehr lange. Serap Güler ist ja seit 2012 schon im Bundesvorstand, und ich finde eben, sie ist jemand, der unglaublich viel Power hat und auch sehr viel Empathie. Und so stelle ich mir die CDU von morgen vor, dass wir streiten, dass wir diskutieren und dass wir am Ende aber eine Union bilden, dass wir als CDU stolz auf uns selber sind. Und ich habe ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu ihr, und deshalb finde ich, für mich ist sie die perfekte Kandidatin als Generalsekretärin. Und Nadine Schön, mit der ich auch schon sehr lange im Deutschen Bundestag sitze, die sich um die Themen Staatsmodernisierung und Digitalisierung kümmert, auch als stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die hat sich einfach um diese Digitalisierungsthemen gekümmert, ist in der Community auch sehr, sehr anerkannt. Und ich finde, wenn wir jetzt darüber reden, wie stellen wir eine Zukunftsagenda auf für die CDU, dann brauchen wir diese neuen, diese modernen Themen, müssen die adressieren, damit man auch spürt, dass die CDU die Zukunftsthemen erkannt und verstanden hat. Und das müssen wir nicht nur im Programm umsetzen, sondern auch in unseren Strukturen. Deshalb stelle ich mir eben so einen Prozess vor, der sowohl inhaltlich als auch in unseren Strukturen richtig was verändert. Okay, Frau Schön, das verstehe ich sehr gut mit der Digitalisierung. Bezüglich Frau Güler wundert es mich doch sehr, weil sie ist ja doch eine Person, die sehr stark in der Partei polarisiert. Und da hat es mich halt, als ich den Namen gelesen habe, doch sehr stark gewundert, weil das so, die Partei ist gespalten, nicht unbedingt für Einigkeit wahrscheinlich sorgen wird. Aber deswegen. Also ich bin jetzt seit 18 Jahren Kreisvorsitzender der CDU, und bei uns zu Hause kann ich wirklich sagen, sind wir eine Partei, die auch seitdem immer geschlossen dasteht, die einig ist. Und ich glaube, das ist das, was ich mir zutraue, dass wir, wenn ich Vorsitzender werde, dafür sorgen, dass alle wirklich zusammenarbeiten, dass wir unsere konservativen Wurzeln personell herausstellen, unsere sozialen und auch unsere liberalen, und dass ich den Laden zusammenhalte. Aber wir brauchen eben auch diese Lebendigkeit, und deshalb, glaube ich, ergänzen sich Serap Güler und ich wirklich gut. Frau Castells, herzlichen Dank. Danke für die gute Frage, fürs Mitmachen und noch einen schönen Abend für Sie. Danke. Danke. Tschüss. Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Zuschaltung. Jetzt haben wir Herrn Michael Hofbauer in der Leitung, und der wird ein bisschen ein Thema ansprechen, was Sie zu Beginn mit Ihrem Einstieg auch schon angedeutet haben. Lassen Sie sich überraschen. Hallo, Herr Hofbauer. Schönen guten Abend. Schöne Beleuchtung haben Sie. Sieht gut aus. Das Wahlergebnis wäre nicht erfreulich. Absturz auf 24%, 9% Verlust, krachende Niederlage, inhaltsleerer Wahlkampf, wenig Strategie zu erkennen, miserable Außendarstellung, vor allem was die Querelen in der Partei betrifft. Wie stellen Sie sich jetzt den Neuanfang vor? Einfach, dass wir in einer breiten Bevölkerung, insbesondere auch bei Jung- und Erstwählern, wieder wählbar sind, also inhaltlich, strukturell, personell. Dann vor allem ein Thema, Einigkeit in der Partei, finde ich besonders wichtig. Wie wollen Sie das hinkriegen, dass das in Zukunft wieder funktioniert? Einbeziehung der Mitglieder. Es darf nicht nur dieser einmalige Mitgliederentscheid sein, denke ich. Und zuletzt, Sie hatten es vorher kurz angesprochen, da Sie ja langjähriges Regierungsmitglied sind, wie wollen Sie glaubwürdig diesen Neuanfang vertreten? Das ist ja doch, denke ich, in der breiten Bevölkerung sicherlich eine Hypothek. Ja, also vielen Dank für die Frage. Und Sie haben am Anfang eine sehr harte Analyse gemacht, und die teile ich uneingeschränkt. Genauso ist es leider. Und deshalb ist das, was ich mir vorstelle, jetzt wirklich ein grundlegender Neuanfang der CDU. Wenn wir an die jungen Leute denken, wie beteiligen die sich heute? Wir müssen ganz andere Zugänge zur Parteiarbeit schaffen. Deshalb habe ich ja in meinem ersten Brief an die Mitglieder auch gleich mal 9 Punkte aufgeschrieben, wie wir die Art der Zusammenarbeit ändern müssen. Sozusagen von der Mitgliederpartei Helmut Kohls zur modernen Mitmachpartei zu werden. Sie haben total recht. Die Mitglieder hatten jetzt das Gefühl, die Führung hat die Personalentscheidung nicht richtig getroffen. Deshalb machen wir eine Mitgliederbeteiligung. Aber wir haben doch auch das Gefühl, wir haben uns in den Sachthemen nicht gut aufgestellt. Wir haben große Themen, wo es bei uns eigentlich Streit über die richtige Richtung gibt. Und das kriegen wir auch nur in Frieden gemeinsam hin und sind wieder eine geschlossene Union, wenn wir auch bei den Sachthemen
Mitglieder beteiligen. Und deshalb so ganz konkrete Dinge. Nach jedem Bundesvorstand kommt ein Bundesvorstandsmitglied hier in so ein Studio und diskutiert mit den Mitgliedern, was haben wir in der Führung der CDU entschieden, und holt sich das Feedback ab. Wir machen eine digitale Kreisgeschäftsstelle, die dafür sorgt, dass die, die aktiv sind, sich nicht den ganzen Tag mit der Administration von CDU, sondern mit Politik beschäftigen können. Wir machen in allen Inhalten Beteiligungsprozesse, wo jeder mitmachen kann. Und wenn gewisse Gruppen, die jetzt nicht in der Vereinigung organisiert sind, junge Familien, Handwerker, wer auch immer, sich untereinander in der Partei vernetzen wollen, da ist doch ein Bundesfachausschuss keine Antwort. Da brauchen wir auch Möglichkeiten. Also da gibt es ganz viel zu tun. Ich möchte, dass die CDU eine Mitmachpartei wird. Und die zweite Frage, die Sie ja gestellt haben, warum ich? Ich glaube, wir in der CDU, wir haben jetzt alle gemeinsam diese Wahl verloren und wir müssen uns neu aufstellen. Das ist eine grundlegende Zäsur. Und ich habe das Gefühl, diese Erfahrung, die ich jetzt als Kreisvorsitzender, als Bezirksvorsitzender gemacht habe und den Führungsstil, den ich habe, der vielen Leuten die Möglichkeit gibt, auch für die CDU sichtbar zu sein, das war nach vielen Diskussionen, auch nach der Kreisvorsitzendenkonferenz, wo viele gesagt haben, Helge, das können wir ganz gut gebrauchen. Und deshalb möchte ich das als Angebot machen. Und der Blick zurück heißt, wir können stolz sein auf 16 Jahre CDU-Regierung. Aber jetzt gehen wir in die Opposition. Und das ist eine völlig andere Welt mit völlig anderen Arbeitsweisen und mit viel Arbeit, die wir in der Partei zu tun haben. Und dafür möchte ich meine Energie einsetzen. Ganz herzlichen Dank auch an Sie, Herr Hofbauer, für die Frage. Und Sie haben ja schon den ersten Schritt zur Mitmachpartei gemacht. Sie haben heute mitgemacht am CDU Live. Ganz herzlichen Dank dafür. Schönen Abend noch. Und jetzt melde ich mich hier gleich schon aus der anderen Studioecke. Im Chat geht es natürlich auch schon bunt her und hoch her. Gerade zu diesem Thema gab es auch schon viele Fragen, unter anderem von Ulrich Fandrei. Der hat nämlich auch gefragt, es wird viel über Modernisierung gesprochen. Wie stellen Sie sich den Einfluss der Digitalisierung zugunsten einer modernen Demokratie, aber auch in der Gesellschaft vor? Aber ich glaube, das haben Sie zum Beispiel mit der digitalen Kreisgeschäftsstelle jetzt auch schon gut beantwortet. Ich würde aber noch mit einer anderen Frage weitermachen. Von Hans-Joachim Marx aus Hamburg. Moin nach Hamburg. Ich wüsste gern, auf welche Weise Sie das christliche Menschenbild in Ihrem politischen Handeln verwirklichen wollen, Herr Braun. Ja, ich bin, also eins ist ja schon sicher, ein katholischer Mann wird Vorsitzender der CDU und ich bin auch einer davon und das ist mir auch wichtig. Und das christliche Menschenbild leitet uns bei jeder Entscheidung, aber wenn ich mir gerade angucke, was vor uns ist, nämlich Oppositionsarbeit gegen die Ampel, dann muss ich sagen, mache ich mir große Sorgen, weil eben gerade dieses christliche Menschenbild da an einigen Stellen scheinbar nicht gelebt wird. Ich habe in der letzten Wahlperiode sehr dafür gekämpft, dass zum Beispiel der Paragraph 219a nicht abgeschafft wird. Wir haben eine Veränderung vorgenommen, dass Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verboten bleibt. Das ist ein ganz elementarer Bestandteil unserer Gesamtkonstruktion, wie wir Abtreibung in Deutschland regeln, dass wir nicht die Kommerzialisierung von Schwangerschaftsabbrüchen haben. Und die Ampel will da jetzt nichts dran modifizieren, sie will es einfach abschaffen, sodass im Ergebnis die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche ähnlich möglich ist wie für eine Schönheitsklinik. Und das macht deutlich, unsere Werte sind nicht nur gefragt, sondern wir müssen für sie kämpfen, weil da gesellschaftspolitische Veränderungen anstehen, die uns nicht recht sein können. Ja, damit ist die Frage, glaube ich, ausreichend beantwortet. Vielen Dank, Herr Marx, für Ihre Frage. Und Herr Braun, Sie haben gerade den Koalitionsvertrag angesprochen. Auch dazu kam von Ralf Biermann eine Frage rein. Die lautet, wie steht die CDU oder wie steht Helge Braun zu den veröffentlichten Koalitionsergebnissen? Wie sieht die klare Kante der CDU dagegen aus? Also dieser Koalitionsvertrag ist an vielen Stellen relativ unpräzise und weich. Wenn man den mal vergleicht, den wir zuletzt geschlossen haben, wie viele Zahlen, wie viele Ziele wir definiert haben, dann fällt da schon als erstes mal auf, da werden Riesenausgabenversprechungen gemacht und auf der anderen Seite steht überhaupt nichts über die Finanzierung drin. Deshalb erscheint mir das noch ein sehr unausgegorener Koalitionsvertrag zu sein. Aber es sind auch viele Prinzipien, die für uns als CDU wichtig sind, die darin nicht berücksichtigt sind. Da zum Beispiel finde ich, wir als CDU sind die Partei der Fleißigen. Und wenn ich mir die Vorhaben zu Hartz IV vorstelle, die da drinstehen, oder auch die Vorrangprüfung in die Vermittlung, das sind so Dinge, da spürt man, da steht noch nicht das bedingungslose Grundeinkommen drin. Aber es geht in diese Richtung
Und ich glaube, deutlich zu machen, dass wir unsere Sozialsysteme stabilisieren müssen für die, die es wirklich nötig haben, die Hilfe brauchen, aber nicht so einen überbordenden Sozialstaat, der die Falschen alimentiert. Das ist ein ganz, ganz zentrales Manko an dem Koalitionsvertrag und da müssen wir gegenarbeiten. Ja, vielen Dank. Und Frank, ich glaube, bei euch wartet der nächste Gast. Genau richtig vermute, liebe Christine. Es geht munter weiter mit den Zuschaltungen. Jetzt freue ich mich, jemanden zu begrüßen zu dürfen, der ist aktiv an der Basis für die CDU im Einsatz, nämlich als Ortsvorsitzender Mannheim-Oststadt. Das ist Herr Bernhard Juricek und er hat eine Frage zum Thema Klima- und Umweltschutz. Hallo Herr Juricek, grüße Sie. Schönen guten Abend. Na, wir sehen ein relativ eingefrorenes Bild. Scheinbar scheint die Technik nicht ganz so funktionieren. Ich würde, wenn das jetzt nicht klappt, einfach mal stellvertretend für Herrn Juricek die Frage einfach vorlesen. Hallo Herr Braun, welches sind die Kernpunkte Ihres Umwelt- und Klimaschutzprogramms? Wie wollen Sie Deutschland zu einem klimaneutralen und gleichzeitig starken und modernen Industrieland machen? Ja, also lieber Herr Juricek, im Kern glaube ich, für die CDU ist klar, wir wollen 2045 ein klimaneutrales Land sein. Aber wir wollen das verbinden mit unserem Wohlstand und den Arbeitsplätzen. Und deshalb ist aus meiner Sicht das ganz Zentrale, dass wir es marktwirtschaftlich machen. Und dass wir die Einnahmen, die wir zum Beispiel aus der CO2-Bepreisung bekommen, auch nutzen, um denjenigen zu helfen, die es besonders schwer haben. Im Koalitionsvertrag der Ampel ist zum Beispiel dieses grüne Klimageld angelegt. Dass am Ende irgendwie die Idee ist, wir nehmen Geld ein, weil wir CO2 bepreisen, aber das verteilen wir dann irgendwie relativ pauschal. Dabei gibt es Menschen, die im ländlichen Raum leben, die ihre Heizung austauschen müssen, die Pendler sind, die viel höhere Aufwendungen haben, um für sich Klimaneutralität zu erreichen, als andere, die in einem vollsanierten Haus wohnen und die auf öffentlichen Personennahverkehr in einer Großstadt zurückgreifen können. Und deshalb Klimaschutz marktwirtschaftlich machen und die Einnahmen, die wir aus der CO2-Bepreisung haben, wirklich dafür einsetzen, dass derjenige, der besonders hohe Umstellungsaufwendungen hat, auch besonders davon profitiert, damit es am Ende sozial verträglich ist und dass auch unsere Wirtschaft dabei weiter wächst, dass wir quasi auch Technologieausrüster für die Welt sind. Ganz herzlichen Dank, lieber Juricek. Auch wenn Sie jetzt nicht live zu sehen und zu hören waren, denke ich doch und hoffen wir, dass Ihre Frage ausreichend beantwortet werden konnte. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Einen schönen Abend auch noch für Sie. Und Sie haben das Thema Wirtschaft schon angesprochen. Damit geht es auch ein Stück weit weiter, denn die nächste Zuschaltung ist Herr Georg Kipper, der eine Frage zu genau diesem Thema hat. Hallo, Herr Kipper. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße Sie. Ich möchte die wirtschaftliche Verknüpfung mit der Integration schaffen. Ich kenne Serap Güler seit vielen Jahren und wir haben sehr gut in Nordrhein-Westfalen zusammengearbeitet. Meine Frage, wie können Sie die Verknüpfung von Wirtschaftsförderung und Arbeitsplatzmangelbeseitigung mit Integrationsmaßnahmenförderung verbinden? Zum Beispiel Sprachkompetenz, Arbeitsplatz, Qualifizierung, Verbesserung und soziale Absicherung. Wie können Sie das realisieren? Und ergänzen, welche Leitplanken kann hier die CDU als Opposition leisten? Wie kann diese Aufgabe Emissionsverminderungen fördern helfen? Also ich sehe da eine gute Verbindung von Integrationsmaßnahmen für Arbeitsplatz, auch um die Emissionen in Zukunft als Förderungsmaßnahme zu unterstützen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Also im Kern, wenn man unsere Sachverständigenrat für Wirtschaft fragt und wir schauen in die Zukunft, dann sagen die, dass unser Fachkräfteangebot in Zukunft ein begrenzender Faktor für unseren Wachstum sind und für die Vermehrung unseres Wohlstands. Und deshalb ist das Thema, wie kommen wir an mehr Fachkräfte, eine der zentralen Aufgaben der nächsten Jahre. Und aus der Opposition können wir es vielleicht nicht selber richten, aber wir müssen auch aufpassen, dass die Ampel es nicht falsch macht. Und deshalb ist das Erste, inländisches Fachkräftepotenzial zu heben, also zum Beispiel die Erwerbsbeteiligung derer, die momentan nicht arbeiten, in Deutschland erhöhen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig.
Und das Zweite ist natürlich auch gezielte Fachkräfteeinwanderung. Haben wir mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz ja auch schon gemacht. Ist ein ganz wichtiger Punkt, aber auch hier gilt, wir müssen sozusagen in der Abwägung immer darauf achten, dass wir auf der einen Seite Zuwanderung von Fachkräften haben, die am Ende auch zur Stützung unserer Sozialsysteme beitragen, dass wir aber nicht zu viel Zuwanderung in die Sozialsysteme hinein haben, weil das genau den gegenteiligen Effekt hat. Herr Kipper, konnte Ihre Frage ausreichend beantwortet werden? Ich sehe ein kräftiges Nicken. Sehr gut. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Herzliche Grüße an Ihr Team. Und ich denke, wir werden es schaffen. Das ist Dankeschön. Ein schönes Wort. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Machen Sie es gut. Und wir gehen gleich weiter. Denn die Zuschaltungen geben sich hier die elektronische Klinke in die Hand sozusagen. Wir haben jetzt eine Wortmeldung zu einem wirklich der Themen unserer Zeit, immer wieder gerne genannt, als große Herausforderung für unser Land, das Thema Digitalisierung. Und da haben wir jetzt Herrn Herden, Andreas Herden, zugeschaltet. Da ist er auch schon. Und das sieht doch schon nach Digitalisierung aus bei Ihnen. Hallo, schönen guten Abend. Ja, so ein bisschen. Ja, das passt. Das ist gut. Ja, ja. Guten Abend, Herr Braun. Ich habe, wie gesagt, eine Frage zur Digitalisierung. Ich bin viel in Europa unterwegs, im Ausland, und ich muss einfach immer wieder feststellen, dass wir gerade zu unseren europäischen Nachbarn in Bezug auf Digitalisierung weit im Hintertreffen sind. Was sind Ihre drei konkreten Maßnahmen, um dieses Hintertreffen wieder aufzuholen und uns auch wieder nach vorne zu bringen? Und da liegen mir insbesondere diese Themen Vernetzung, Breitbandvernetzung, Schule, digitale Verwaltung, Bezahlsysteme, das zieht sich durch alle Ebenen eigentlich durch. Ja, lieber Herr, da haben Sie recht. Und das Erste ist, darüber ärgere ich mich auch sehr, wir haben in den letzten Jahren viel Geld für den Ausbau der digitalen Infrastruktur auf den Weg gebracht und trotzdem sind wir nicht schnell genug vorangekommen. Das Erste ist, wir brauchen mit den Mobilfunkbetreibern eine klare Absprache, wo bauen die aus? Und den Rest muss der Staat dann auch übernehmen. Es gibt etwa 5000 Funklöcher in Deutschland, die kann man nicht gewinnbringend als ausbauen. Das müssen wir dann aber sehr schnell selber machen, damit wir flächendeckend 5G bekommen. Zweiter Punkt, der Ausbau von Glasfaser. Da ist es ja so, dass wir durch das europäische Vergaberecht auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch durch diese vielen Regularien, was die konkrete Verlegung von Kabeln angeht in Deutschland, auch nicht schnell genug sind. Und das müsste man mal grundlegend entschlacken. Wenn man nach Italien fährt, sieht man, die verlegen sehr viel auch oberirdisch, aber dafür sind die auch schon eine Weile fertig. Und deshalb im ersten Schritt versorgen, im zweiten Schritt es dann vielleicht auch noch mal ordentlich machen. Das sind so zwei Schritte, die ich für wichtig halte. Aber das Entscheidende ist natürlich die Digitalisierung unserer Verwaltung, unseres Staates und unserer Zusammenarbeit. Und da müssen wir einfach grundsätzlich neue Strukturen schaffen. Ich habe mich ja in den letzten Jahren darum gekümmert, dass wir zum Beispiel einen Digital Service beim Bund aufbauen, wo echt junge Software-Talente digitale Produkte nutzerfreundlich aufbauen, sodass man plötzlich merkt, digitalisierte Verwaltung kann nicht nur funktionieren, sondern das macht auch Spaß, die zu bedienen. Und so wie wir das bisher gemacht haben, irgendwie 3000 Seiten Pflichtenheft schreiben, 8 Jahre entwickeln und dann merken, es trifft nicht das Nutzerinteresse, so darf der Staat nicht weiterarbeiten. Und deshalb ist ja auch so wichtig, dass Nadine Schön bei mir mit im Team ist, die dafür wirklich Batterien an Ideen hat, was man alles tun kann. Das nutzen wir erst für die CDU und im zweiten Schritt, wenn wir wieder Verantwortung haben, auch für die Digitalisierung Deutschlands. Herr Herden. Das Wichtige dabei ist, einfach, es muss jetzt gemacht werden, weil wir hatten jetzt lange Jahre, hatten wir Regierungsverantwortung und ganz lange haben wir darüber gesprochen und wir haben es nicht gemacht. So, und solange wir es nicht machen, werden wir weiter und weiter ins Hintertreffen geraten. Und das bereitet mir wirklich Sorge. Ja, also wirklich. Da haben Sie recht. Und ich sage Ihnen auch, da muss man ernsthaft mal ohne die SPD regieren. Es gibt so ein Gesetz, das lag mir sehr am Herzen, das Registermodernisierungsgesetz, war nie in der Tagesschau, es kennt kein Mensch. Aber die Grundlage dafür, dass wir sagen, komm Staat, du weißt von mir ganz viele Dinge, wo ich wohne, wo ich geboren bin und so in verschiedenen Registern. Kann ich nicht einfach auf den Knopf drücken und dann eine Verwaltungsleistung abrufen? Warum muss ich dir alles immer wieder erzählen?
So, und da war es mit der SPD kaum möglich, die haben immer Datenschutzbedenken, dass wir vernünftig die Verwaltung digitalisieren. Und es hat Jahre gedauert. Und deshalb mal so eine satte Mehrheit, mit der man einfach sagt, wir wollen ja persönliche Souveränität für die Bürger und guten Datenschutz durchaus. Aber wir wollen eben auch, dass Digitalisierung einfach und nutzerfreundlich funktioniert. Und da wären wir, wenn wir mal könnten, wie wir wollen, sicherlich ziemlich gut drin. Ja, Herrn, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir können bald so, wie wir wollen. Da kämpfen wir alle für. Ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Sie haben ein Thema angeschnitten, das wirklich sehr, sehr vielen Menschen auf den Nägeln brennt. Insofern herzlichen Dank dafür. Alles Gute für Sie. Tschüss. Schönen Abend und alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Und es geht gleich weiter. Und Sie haben gerade angesprochen das Thema auch Digitalisierung in der Verwaltung. Und das treibt auch den Herrn Christian Keim um, der uns jetzt zugeschaltet ist aus Altenstadt Wetterau. Grüße Sie. Hallo. Hallo, Herr Keim. Schönen guten Abend. Stellen Sie gerne Ihre Frage. Sehr gern. Ich bin nicht nur Bürger meiner wunderschönen Heimatgemeinde, sondern auch Mitarbeiter einer größeren Kommunalverwaltung. Mein Ziel ist das Amt 2.0. Einerseits, damit die Bürgerinnen und Bürger 24/7 Anträge digital stellen und auch beantwortet werden bekommen. Andererseits aber auch, um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen, auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Behörden untereinander. Deswegen meine Frage an Sie, Herr Braun, was können wir gemeinsam tun, um dies schnellstmöglich für alle Betreffenden dann auch umsetzen zu können? Ja, also aus der Sicht des Bundes ist ja so, dass wir 11.000 Kommunen haben. Und meine große Sorge ist, wenn jeder so wie Sie das vor Ort alleine machen muss, dann müssen wir quasi diese moderne Kommune mit ihren Online-Verwaltungsleistungen 11.000 Mal umsetzen. Das ist nicht nur teuer, sondern das wird auch kaum überall gut funktionieren. Und deshalb zu sagen, man bräuchte mal einen Gipfel zwischen Bund, Ländern und Kommunen, wo sie alle zusammensetzen und sagen, wir achten unsere föderale Ordnung. Jeder behält seine Zuständigkeit im Verwaltungsvollzug Länder und Kommunen. Da will sich der Bund auch wirklich nicht einmischen. Aber die digitale Architektur, die dahinter liegt, die machen wir alle zusammen. Das ist kein Souveränitätsverlust, sondern das ist ein riesiger Effektivitätsgewinn. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Herr Keim, sind Sie mit der Antwort zufrieden? Konnten Sie die? Ist das das, was Ihnen auch so vorschwebt? Ansonsten sind Tipps herzlich willkommen. Genau, jede Anregung ist natürlich herzlich willkommen, gerade von jemandem wie Sie, der ja auch in der Praxis steckt und da sicher tolle Ideen hat. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Und viel Erfolg weiterhin. Sehr gerne, vielen Dank und alles Gute. Ja, viel Erfolg weiterhin bei der Digitalisierung der Kommune. Genau. Tschüss. Dankeschön. Und jetzt gebe ich nochmal rüber zu Christine, denn ich glaube, im Chat ist auch eine Menge los. Genau, Frank, ich merke, du beobachtest mich hier auch genau, wie ich hier so durch mein Tablet scrolle. Und wir kommen jetzt zu einem anderen Thema, Herr Braun, das Sie eben auch schon kurz angesprochen haben, nämlich zum Thema soziale Sicherungssysteme. Dazu haben uns Fragen im Vorfeld erreicht und ich lese mal stellvertretend eine Frage von Julian Jung vor. Wie soll sich die CDU aus Ihrer Sicht in der Opposition sozialpolitisch aufstellen in den kommenden Jahren? Welche Punkte müssen konkret angegangen werden? Ja, also ich glaube, Sozialpolitik müssen wir breit begreifen. Also es geht aus meiner Sicht nicht nur darum, dass wir uns um diejenigen kümmern, die wirklich in großer Not sind, sondern dass wir sagen, wir wollen erstmal Sicherheit für breite Teile der Gesellschaft erreichen. Also für die hart arbeitenden Menschen, die sich auch Sorgen machen um den Erhalt ihres Arbeitsplatzes, um ihre Alterssicherung, um die Frage, ob sie ihre Miete in Zukunft noch gut bezahlen können, wenn Mietpreise und Energiepreise steigen. Also ich glaube, so als CDU dürfen wir das nicht nur Sektor für Sektor begreifen, sondern sagen, wir sind die Partei der Fleißigen im Land und um deren Alltagssorgen kümmern wir uns. Das wäre sozusagen erstmal die Grundidee. Und dann müssen wir sehr, sehr konkret in der Opposition auf die Ampel schauen, die zum Beispiel bei dem Thema Alterssicherung bisher nur gesagt hat, an welchen Stellschrauben sie nicht drehen wird, aber uns keinen Anhaltspunkt für ein Konzept geliefert hat, wie sie die Alterssicherung reformieren will. Und wenn ich daran denke, dass Olaf Scholz auch in seiner Verantwortung als Finanzminister eigentlich im Koalitionsvertrag den Auftrag bekommen hat, die Riester-Rente zu modernisieren, den hat er in diesen 4 Jahren nicht durchgeführt, dann bin ich mal sehr gespannt, was die Ampel da in den nächsten 4 Jahren macht. Aber wir müssen Anwalt genau dieser Leute sein.
Ja, besten Dank für die ausführliche Antwort. Und Frank, jetzt geht's wieder weiter bei euch. Wunderbar. Wir gehen nahtlos weiter zur nächsten Zuschaltung. Und zwar wechseln wir jetzt das Thema und gehen jetzt zum Thema Bundeswehr. Und zu dem Thema haben wir jetzt eine Zuschaltung von Herrn Axel Obersteller. Und da ist er auch schon. Grüße Sie. Schönen guten Abend, Herr Obersteller. Schönen guten Abend aus dem wunderschönen Ostfriesland. Ah. Herr Braun, meine Frage an Sie ist, wie würden Sie die Bundeswehr unterstützen und wie stehen Sie zu einer allgemeinen Dienstpflicht beziehungsweise zur Wiedereinsetzung der Wehrpflicht? Ja, also, lieber Herr Obersteller, das Erste, wir müssen die Bundeswehr, die so viele Aufgaben in der Welt übernommen hat, finanziell gut ausstatten. Das äußere Zeichen dafür ist klar, ist das 2%-Ziel der NATO. Da steht im Ampelkoalitionsvertrag auch nichts drüber drin. Und wir haben auch in den vergangenen Jahren immer dafür gekämpft, Annegret Kramp-Karrenbauer, dass wir wenigstens mal Richtung 1,5% kommen. Und ganz klar, da geht es nicht einfach abstrakt um Geld, sondern da geht es darum, dass unsere Soldaten der Bundeswehr insgesamt gut ausgestattet sind, dass sie im Einsatz gut geschützt sind. Und das ist schon mal das Allererste, was wir erreichen müssen. Das Zweite ist, dass sie unsere Rückendeckung im Einsatz brauchen, dass wir hinter ihnen stehen. Das, was sie tun, ist gefährlich. Und deshalb muss klar sein, dass das Parlament als Parlamentsarmee, aber auch die ganze Bevölkerung unsere Bundeswehr schätzt und ihr dankbar ist. Und ich finde, wenn man so Richtung SPD und Grüne guckt, die dann irgendwie Schwierigkeiten haben, Bundeswehr in Schulen, die Rolle von Soldaten, das sind alles Dinge, das müssen wir klar kritisieren und deutlich machen. Jedenfalls die CDU, die steht hinter der Bundeswehr. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige auch für die nächsten Jahre. Und aus der Opposition heraus müssen wir da, glaube ich, sehr, sehr viel kämpfen, weil die Fortsetzung vieler Bundeswehrmandate, der Zusammenhalt in der NATO ist etwas, wo ich sehr, sehr wackelige Aussagen nur im Koalitionsvertrag dazu gelesen habe. Herr Obersteller, herzlichen Dank. Konnte Ihre Frage beantwortet werden oder haben Sie noch eine Nachfrage? Ich entnehme es Ihrem Gesichtsausdruck ein bisschen. Also der erste Teil der Frage wurde sehr gut beantwortet, aber Sie sind noch nicht auf das Thema allgemeine Dienstpflicht eingegangen. Ach so, ja. Deswegen nochmal die Nachfrage, wie Sie genau dazu stehen. Sehr gut, dass Sie aufgepasst haben. Also ich finde, eine allgemeine Dienstpflicht ist etwas, was wir erwägen sollten, weil ich finde, dass jedenfalls das Wiederaufleben der Wehrpflicht, glaube ich, ist, da würde wieder das alte Problem der Wehrgerechtigkeit auftreten. Aber ich bin ein großer Freund davon, dass jeder in seinem Staat auch mal einen Beitrag liefert, sei es bei der Feuerwehr, beim THW oder in vielen anderen Bereichen. Und Ehrenamt ist etwas, was tendenziell ja unter Druck gerät in Deutschland. Und deshalb kann eine allgemeine Dienstpflicht etwas sein, was unserem Land gut tut. Und das wäre so ein Thema, das würde ich gerne in der CDU aber mal in so einem Inhalteprozess auch diskutieren. Ja, weil es steht natürlich im Spannungsverhältnis dazu, dass es auch junge Leute gibt, die sagen, wir brauchen gerade in den jungen Jahren diese Zeit. Aber wer sein Land liebt, der sollte auch bereit sein, dafür etwas Zeit aufzuwenden. Und deshalb bin ich da jedenfalls aufgeschlossen. Wunderbar. Herr Obersteller. Ja, danke für die ausführliche Antwort. Ich sehe es im Prinzip ähnlich wie Sie, da ich halt aktiver Soldat und halt auch in der aktiven Feuerwehr bin. Oh, toll. Ganz herzlichen Dank für diesen tollen Einsatz, den Sie leisten. Das ist wirklich vorbildlich sozusagen, muss ich echt sagen. Klasse. Ganz herzlichen Dank und super. Klasse, dass Sie mitgemacht haben. Alles Gute. Machen Sie es gut. Schönen Abend für Sie auch noch. Tschüss. Ebenso. So, und die Stimme aus dem Off ist wieder da, denn zum Thema Bundeswehr gab es auch im Chat eine Frage und die würde ich Ihnen einmal kurz stellen. Hartmut Lorik möchte wissen, welchen Sinn macht ein Einsatz der Bundeswehr in Jordanien, Irak? Warum ist ein nationaler Einsatz im Fernen Osten sinnvoll, zum Beispiel die Fregatte Bayern bis nach Australien, China zu schicken? Also gerade der letzte Punkt ist ja, wir müssen als Bundeswehr, wir müssen auch als Bundesrepublik immer auch außenpolitisch im Zusammenhang mit unseren Verbündeten arbeiten. Und deshalb sozusagen die Freedom of Navigation Fahrt, die uns bis nach Australien führt, ist ein wichtiges Signal, dass wir gar nicht national, wie es jetzt vielleicht in der Frage anklingt, sondern dass wir im Verbund mit vielen anderen uns dafür einsetzen, dass es freie Weltmeere gibt, dass der Frieden gewahrt bleibt. Und dazu sind Auslandseinsätze der Bundeswehr
etwas sehr, sehr Notwendiges. Und trotzdem haben wir ja in Afghanistan gelernt, dass gerade sehr gefährliche Auslandseinsätze auch mit sehr großen Risiken behaftet sind. Und die Frage, welchen langfristigen Erfolg kann man eigentlich haben, darüber müssen wir intensiv sprechen. Ich mache da keinen Hehl draus. Bundeswehrmandate sind für jeden Bundestagsabgeordneten die schwersten Entscheidungen, die er überhaupt trifft, weil man weiß, dass es der Erfolg einem nicht garantiert ist und dass man Leib und Leben deutscher Soldaten natürlich auch in ein Risiko bringt. Wobei gerade jetzt sowas wie dieser Einsatz der Freedom of Navigation Fahrt ist so ein schwerer Einsatz nicht, sondern ein ganz wichtiges Symbol. Herr Lorig, besten Dank für Ihre Frage. Ich denke, die ist hiermit ausreichend beantwortet. Und Frank, bei euch sind die nächsten Gäste. So ist es, liebe Christine. Wir machen weiter und jetzt geht es um das Verhältnis Deutschland zu Israel. Und dazu hat Gerhard Hetzel eine Frage. Grüße Sie, Herr Hetzel. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Braun. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, die Frage zu stellen. Ich komme aus Hanau. Ich engagiere mich gegen Antisemitismus in verschiedenen Projekten für jüdisches Leben, aber auch für gute Beziehungen mit dem Staat Israel, was in dem Bereich eben auch sehr wichtig ist. Und da würde mich interessieren, wie sehen Sie die Zukunft der deutsch-israelischen Beziehungen? Wie wollen Sie die weiterentwickeln? Und inwiefern hat Sie das Thema auch in Ihrer bisherigen Tätigkeit berührt? Gerade die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen konnten ja einige Jahre auch leider nicht stattfinden. Und was auch damit zusammenhängt, wie stehen Sie zum BDS-Beschluss des Bundestages? Unterstützen Sie diesen? Also zunächst mal vielen Dank, weil ich das ganz wichtig finde, dass es viele in der CDU gibt, die sich auch für jüdisches Leben in Deutschland einsetzen. Denn eins muss man sagen, das haben wir ja in den letzten Jahren auch einfach bitter festgestellt, die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland ist in den letzten Jahren nicht gestiegen, sondern es ist schwieriger geworden. Und wir haben mit der Bildung von den Beauftragten beim Bund, aber auch in den Ländern Zeichen dagegen gesetzt. Aber trotzdem muss die eigentliche Arbeit vor Ort gemacht werden. Und deshalb herzlichen Dank wirklich dafür, dass Sie sich engagieren. Und ich finde, das müssen wir als CDU auch immer wieder tun. Das ist nicht nur Staatsräson, sondern das ist aus meiner Sicht wirklich einer christlichen Partei, einer Partei, die Religionsfreiheit hochlädt, ein ganz, ganz wichtiges Grundanliegen. Und dazu gehört auch die gute Freundschaft sozusagen mit Israel. Ich bin bei mir zu Hause in Gießen. Unsere Partnerstadt ist Netanja und bin Gründungsmitglied auch des Patenschaftsvereins. Also auch dieses Zusammenwirken ist mir wahnsinnig wichtig. Und am Ende, politisch können die Zeiten mal leichter und mal schwerer sein. Aber dass wir sozusagen auf der Ebene wirklich kommunal und mit den Menschen direkt, dass wir da gute Beziehungen pflegen, das ist so, so wichtig für unser gemeinsames Verhältnis. Und ich finde, sowas sollten wir stärker fördern. Und ansonsten in Deutschland vor allen Dingen auch alle die sich antisemitisch betätigen, wirklich massiv bekämpfen. Und das ist ein zweiter Punkt, der mich sehr stört am Koalitionsvertrag jetzt der Ampel, dass beim Thema innere Sicherheit, wenn es um Extremismus, Terrorismus und organisierte Kriminalität geht, und Extremismus richtet sich ja auch sehr, sehr stark gegen das jüdische Leben in Deutschland, dann hat man den Eindruck, wir müssten mehr vom Staat als von den Kriminellen geschützt werden. Und deshalb müssen wir auch da deutlich machen, wir brauchen auch überall, wo antisemitisches Gedankengut auch mit Gewaltbereitschaft sich verbindet, eine sehr klare Antwort des Staates bei uns in Deutschland. Ja, lieber Herr Hetzel, ich schließe mich erstmal den Dank von Herrn Braun an für Ihr tolles Engagement. Das ist richtig gut. Sehr vorbildlich. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Aber meine Frage zielte eher in eine andere Richtung. Und zwar jetzt mal konkret Außenpolitik, die Beziehung zu Israel. Es gibt ja ganz viele, wie auch in Ihrer Heimatstadt Gießen, Initiativen auf lokaler Ebene, die sich die Partnerstädte in Israel haben. Es gibt sehr, sehr viele Jugendaustausche. Aber sehr oft kriegen wir auch dann von unseren israelischen Partnern zum Beispiel gesagt, dass sehr viele deutsche Steuergelder zum Teil auch an Terrororganisationen fließen, dass da Hilfsgelder abgezweigt werden. Und deshalb wäre da schon meine Frage, was wollen Sie da oder was würden Sie da konkret verändern wollen? Und inwieweit war das bisher auch im Kanzleramt
ein Thema? Also die Finanzierung jetzt von Terrororganisationen, glaube ich, kommt natürlich aus staatlichen Mitteln nicht in Frage. Das ist völlig klar, wäre mir jetzt in den letzten Jahren auch als Problem so nicht untergekommen. Aber wenn Sie da einen Hinweis haben, gehen wir dem gerne nach. Also können Sie gerne im Nachgang uns nochmal zuleiten, wenn da was ist. Dann gehen wir das thematisch nochmal im Nachgang nochmal dem näher nach, würde ich vorschlagen. Aber ganz herzlichen Dank nochmal, sowohl für Ihren Beitrag heute wie für Ihren Einsatz vor Ort. Und noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss. Alles Gute. So, und wir legen gleich weiter los. Das geht ja Schlag auf Schlag. Und jetzt gehen wir ein bisschen zu einem Thema, wo es um die innere Verfasstheit der CDU geht. Und da haben wir Frau Silvia Tröger heute zu Gast. Grüße Sie. Hallo, Frau Tröger. Hallo, guten Abend. Man hört mich gut, hoffe ich. Wunderbar. Herr Braun, vielen Dank für die Möglichkeit, heute Abend mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und von meiner Seite viele Grüße aus Karlsruhe. Und ich möchte mich ganz als erstes bedanken für die Organisation, mal alle, die hinter den Kulissen dieses Format geschafft haben. Das kommt oft zu kurz. Vielen Dank, dass wir diese Möglichkeit als Basismitglieder haben. Meine Frage geht in eine ganz andere Richtung, also innerdeutsch. Berührt mich selber sehr, weil ich meine eigene Lebensgeschichte eine ost-westdeutsche Lebensgeschichte ist. Und mich berührt sehr, dass die CDU keine Volkspartei mehr ist in den ostdeutschen Bundesländern. Das hat viele Gründe. Man konnte das auch viele Jahre beobachten und es ist wenig dagegen oder dafür unternommen worden. Mich interessiert, Herr Braun, was wollen Sie dafür tun, dass dies wieder anders wird, dass sich das ändert? Weil ich glaube, dass die CDU in Deutschland wirklich gebraucht wird und auch in den ostdeutschen Ländern gebraucht wird. Wir sehen, wie die Entwicklung dort voranschreitet, gerade auch mit der AfD. Was ist Ihr Konzept? Wie sehen Sie das? Und was glauben Sie, sind die Gründe, dass nach über 30 Jahren Wiedervereinigung doch so eine gewisse Spaltung sich doch immer mehr aufmacht zwischen Osten und Westen, was man ja eigentlich nicht vermutet hätte, sondern dass wir eher zusammenwachsen. Aber das Thema ist ja da. Mich würde da wirklich Ihr Konzept interessieren oder Ihre Ideen oder haben Sie sich dazu Gedanken gemacht, was da die Strategie sein könnte diesbezüglich? Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich eine der ganz großen Fragen, vor denen wir stehen. Und das merkt man ja auch, wenn wir darüber diskutieren, wie wollen wir in Zukunft wieder Wahlen gewinnen. Da müssen wir uns ja auf der einen Seite überlegen, wer ist unsere Konkurrenz? Und wenn man in eine westdeutsche Großstadt guckt, dann sind es die Grünen. Und wenn man sozusagen in den ländlichen Raum in Ostdeutschland guckt, ist die AfD zum Teil unser großer Konkurrent. Und ich finde, wenn wir so einen Zukunftsprozess machen, das eine ist, wir sollten uns Gedanken machen, wie fühlen wir uns selber wieder gut, damit wir mit Freude argumentieren. CDU steht dafür und davon sind wir auch überzeugt. Dann treten wir auch anderen wieder anders gegenüber auf. Aber da müssen wir uns eben genau überlegen, in welchen Lebenslagen leben die Menschen und warum wählen sie nicht CDU, in den Großstädten oder im ländlichen Raum, im Osten oder im Westen, Männer oder Frauen. Und wir haben viele solche Arbeitsgruppen gemacht, was können wir im Osten verbessern, was können wir in Großstädten verbessern. Die haben nie zum Erfolg geführt. Und deshalb würde ich sagen, statt es sozusagen regional zu sehen, zu sagen, in welchen Lebenslagen sind Menschen und entscheiden sich dann, weil sie unzufrieden mit ihrer Lebenssituation sind, dafür jemand völlig anderes zu wählen. Also warum wird man Wähler der AfD? In welcher Lebenslage? Und was muss eigentlich die Antwort sein, dass die sagen, unter den Umständen unterstütze ich die CDU? Und das ist ein ganz entscheidender inhaltlicher Aufarbeitungsprozess anhand unterschiedlichster Lebenslagen. Und ich glaube, mit dem Weg werden wir dann am Ende erfolgreich sein. Frau Tröger, Sie haben, wie Sie merken, eine wichtige Frage gestellt, die eine große Herausforderung für uns als CDU bedeutet. Also ganz herzlichen Dank dafür und kämpfen Sie weiter tapfer an unserer Seite. Und das Dankeschön an die Kollegen im Gartenhaus gebe ich gerne weiter. Herzlichen Dank auch dafür. Tschüss. Tschüss. So, und Frau Tröger hat eben eine ganz grundsätzliche Frage gestellt und auch unsere nächste Frage hat etwas mit Grundsätzen zu tun. Die hat uns nämlich Peter Wilborn vorab schriftlich eingereicht. Und Herr Wilborn möchte wissen, was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Aussagen, die in einem Grundsatzprogramm der CDU stehen sollten? Naja, im Grundsatzprogramm, glaube ich, steht immer als allererstes für die CDU, das ist die Grundlage für unser Handeln.
das christliche Menschenbild ist. Unsere Werte haben sich nicht verändert. Ich glaube, dass die Solidarität und die Subsidiarität sind die zwei großen sozusagen Antipoden, auf denen wir unsere Arbeit aufbauen. Und da würde ich im Grundsatzprogramm gar nichts dran ändern. Das ist die CDU und unsere Werte sind richtig. Aber was wir leisten müssen, wenn wir unseren Grundsatzprogrammprozess fortführen und dann auch abschließen, ist zu sagen, was kommt eigentlich aus diesen Grundwerten an Entscheidungen heute, worauf kommt es konkret an? Was heißt das in einer modernen, vielfältigen Gesellschaft? Was heißt das für unsere moderne Arbeitswelt? Was heißt das Subsidiarität in der digitalen Welt? Es ist, unser Grundsatzprogramm muss nicht seine Werte verändern, sondern unser Grundsatzprogramm muss es übersetzen auf die aktuellen Probleme unserer Zeit. Ja, vielen Dank. Dazu hätte ich gleich noch eine Nachfrage. Wie würden Sie denn den unterbrochenen Grundsatzprogramm als Parteivorsitzender wieder aufnehmen? Vor allem, wie würden Sie, also ob und wie würden Sie die Mitglieder daran beteiligen? Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, das Grundkonzept ist, von der Mitgliederpartei zur Mitmachpartei zu werden. Das heißt, die Vorarbeiten, die auch schon für ein neues Grundsatzprogramm vorbereitet sind, die können wir auch nutzen. Aber wir sind mit diesem Grundsatzprogrammprozess bei weitem noch nicht fertig. Also diese ganz großen gesellschaftspolitischen Zukunftsfragen, die Ableitung aus unseren Werten im Hinblick auf die großen Themen der Zukunft. Da stelle ich mir vor, dass wir das gut aufbereiten, sozusagen die verschiedenen Inhalte, auch ein paar Erklärvideos zum Beispiel machen und dann den Mitgliedern die Möglichkeit geben, das auf Veranstaltungen oder auch im Netz zu diskutieren. Wir haben beim letzten Grundsatzprogrammprozess bei mir im Kreisverband zum Beispiel mitgemacht und haben festgestellt, das war eine tolle Erfahrung, weil wir hinterher gesagt haben, jetzt ist mir völlig klar, wir sind ja wirklich in einer Partei, weil wir uns in 99% der Dinge plötzlich einig waren. Und das war auch mal ein schönes Gefühl. Und trotzdem merkt man dann aber auch, es gibt dann am Ende Dinge, wo es auch in der CDU Wertungsunterschiede gibt. Und das müssen wir eine Plattform für geben, dass das diskutiert wird. Und dann kommt am Ende ein ganz spannendes Grundsatzprogramm raus, an dem wirklich viele, viele mitgewirkt haben. Und es geht eben nicht nur sozusagen mit einem Fragebogen, sondern das müssen wir schon heute alles etwas digitaler machen. Besten Dank dafür und ich gebe wieder ab an den runden Tisch. Dankeschön, liebe Christine. Und ich als Moderator nehme jetzt auch mal eine Freiheit raus, mal selbst noch eine Frage zu stellen, weil ich hier im Haus auch für den Mitgliederservice zuständig bin. Das CDU Live wird ja normalerweise exklusiv nur für CDU-Mitglieder ausgestrahlt, aber wir haben jetzt eine Ausnahme gemacht. Das heißt, auch im Livestream sind wir zu sehen. Das heißt, wir haben auch ein paar Leute, die noch nicht Mitglied unserer schönen CDU sind. Was würden Sie denen sagen, warum es gerade jetzt wichtig ist, Mitglied der CDU zu werden? Ja, weil ich glaube, dass das jetzt ein ganz spannender Moment ist. Es kommt jetzt auf die Mitglieder an. Wir sind jetzt keine Partei mehr, die Rücksicht nehmen muss auf eine Regierung oder die ihre Aufgabe hauptsächlich darin sieht, dem Staat zu dienen, sondern wir können uns jetzt auf uns besinnen. Und jedes Mitglied kann mitwirken, kann jetzt einen neuen Bundesvorsitzenden bestimmen, kann dann an dem Grundsatzprogrammprozess teilnehmen und kann dann auch an der großen Zukunftsagenda seinen Anteil finden. Also das wird eine ganz spannende Zeit der Gestaltung für die CDU. Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einfach mitzumachen. Genau so ist es. Dem kann ich nur zustimmen. Und deswegen diejenigen von Ihnen, die noch nicht Mitglied unserer CDU sind, nach dem CDU Live sofort ins Internet www.cdu.de/mitglied-werden, Online-Aufnahmeformular ausfüllen. Und ich freue mich auf Sie, auch als Teil des Teams CDU, Sie dann begrüßen zu dürfen. Das war der Werbeblock, aber der musste auch mal sein, finde ich. Jetzt gehen wir weiter mit den Zuschaltungen und wir kommen zum Thema Energiepolitik. Und dort haben wir Herrn Maximilian Schmitz in der Leitung. Und da ist er auch schon. Grüße, Herr Schmitz. Viele junge Leute heute. Sehr schön. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Braun und an das Team im Konrad-Adenauer-Haus. Ich bin jetzt seit September 2022, also seit kurzem Mitglied der CDU. Und ich freue mich auch, dass ich auf diesem Wege ein bisschen mitreden kann. Und ich bin auch in meiner Gemeinde Altenhofen als sachkundiger Bürger tätig. Meine Frage war, ist jetzt, dass die Kohleausstieg beschlossen wurde und auch aus der Atomenergie ausgeschlossen wurde. Meine Frage bezieht sich daher, wie wollen Sie sicherstellen, dass nach dem Ausstieg genügend Strom
zum Beispiel für die Versorgung von Elektromobilität sichergestellt wird. Bleibt dann am Ende nur der Ausimport von Ländern übrig, die noch mit Atomkraft versorgt werden, wie zum Beispiel Frankreich? Ja, also unser Land wird als großes Industrieland und als elektromobiles Land natürlich in Zukunft sehr, sehr viel Strom brauchen. Und deshalb ist die erste Frage, gibt es denn neben Strom aus erneuerbaren Energien in Deutschland noch eine zweite Energieform, die zum Beispiel unsere Industrie versorgt? Und es gibt ja viele, die sagen, ja, also wir könnten aus dem erneuerbaren Strom in Deutschland auch Wasserstoff machen und Wasserstoff als zweiten Energieträger nutzen. Und da bin ich auch der Meinung, ja, Wasserstoff ist die zweite große Energie. Aber davon werden wir den größten Teil importieren müssen, weil wir das, was wir als erneuerbaren Primärstrom in Deutschland produzieren, das werden wir auch als Strom brauchen für die Elektromobilität und für vieles andere. Das Zweite ist, dass wir, wenn wir über den Kohleausstieg reden, damit sehr sensibel umgehen müssen. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen wird das relativ schnell und auch gut gelingen, ist auch gut vorbereitet. Wir haben aber einen Kompromiss gemacht, was den Kohleausstieg in den ostdeutschen Bundesländern geht. Und da hat ja jetzt die Ampelkoalition gesagt, sie will das versuchen, sehr viel schneller hinzukriegen. Und da müssen wir aber aufpassen. Wir hatten gerade eben das Thema Glaubwürdigkeit der CDU auch in den ostneuen Bundesländern, dass wir da sehr klar sind und sagen, das Versprechen, dass das dort mit Alternativen, mit Arbeitsplatzmöglichkeiten verbunden ist, da müssen wir Wort halten. Das halte ich sehr wichtig. Und auch die SPD war in der Regierung, die muss auch Wort halten. Und insofern, vorübergehend wird es sicher so sein, dass wir auch Gaskraftwerke zum Beispiel als zusätzliche CO2-arme, aber nicht CO2-freie Energieform brauchen. Aber das, glaube ich, das langfristige Ziel muss sein, dass wir unseren Energiebedarf über Wasserstoff und erneuerbaren Strom wirklich in Deutschland decken können. Und das halt auch über energetische Importe, aber eher auf der Wasserstoffseite. Ganz herzlichen Dank für Ihre Frage und schön, dass Sie als Neumiki gleich die Chance beim Schopf ergriffen haben und mitgemacht haben. Ganz toll. Herzlichen Dank. Ja, viel Spaß in der CDU. Ja, dann noch einen schönen Abend und einen schönen Wahlkampf. Danke. Tschüss. 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 Und schon kommen wir ratzfatz zur nächsten Zuschaltung, nämlich zu Herrn Michael Meister. Wir hatten ja gerade schon das Thema Sozialpolitik schon mal angerissen. Jetzt geht es ganz konkret zum Thema Rentenpolitik. Herr Meister, da ist er auch schon. Grüße Sie. Guten Abend, guten Abend. Wir kennen uns doch von gestern, oder? Kann das sein? Genau, ja. Wusste ich doch. Ich habe die Einrichtung wiedererkannt. Ihre Frage gerne. Genau, als ich so vor 20, 25 Jahren in die CDU eingetreten bin, gab es ein ganz großes Thema. Das war die Rentenreform. Wenn ich mir es heute angucke, es sieht noch genauso mies, wenn nicht noch mieser aus, als es damals aussah. Wirklich was geschafft haben wir nicht. Wie sehen Sie da die Zukunft, auch im Hinblick auf Finanzierung, auf Rentenalter, aber auch auf die Integration mit den anderen europäischen Staaten, was die Sozialsysteme angeht? Ich selber war 10 Jahre in Großbritannien. Ich habe jetzt effektiv das Schlechteste von beiden Systemen. Würde ich mir gerne Ihre Meinung dazu hören. Also zunächst zu dieser Frage Integration der Sozialsysteme. Ich mache mir da große Sorgen. Ich finde es richtig, dass wir in Europa die Sozialsysteme nicht zum Teil unserer Gemeinschaftspolitik gemacht haben. Und da mache ich mir für die Zukunft ehrlich gesagt große Sorgen. Jetzt ist noch nicht eine Integration der Rentensysteme, aber zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung, da wird ja auf europäischer Ebene schon dran gearbeitet, die in irgendeiner Weise zu harmonisieren. Über den Mindestlohn wird gerade gesprochen. Und ich mache mir da große Sorgen. Solange Europa so unterschiedliche, auch wirtschaftliche Bedingungen hat, ist eine sozusagen Kohäsion der Sozialsysteme aus meiner Sicht brandgefährlich. Damit sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein, sondern das sollten wir in der nationalen Kompetenz behalten. Was die Zukunft unseres Rentensystems angeht, muss ich sagen, also wir sind, glaube ich, dann ungefähr zur gleichen Zeit in die CDU eingetreten und am Anfang war ja diese große Sorge, dass das Rentensystem im demografischen Wandel völlig untergeht, sehr, sehr groß. Und was
ich in den letzten Jahren aber positiv wahrgenommen habe, ist, dass wir es geschafft haben, eine Politik zu machen, die auf Wachstum setzt und auf Beschäftigung. Hat ja in den letzten Jahren dazu beigetragen, unser Rentensystem an vielen Stellen auch besser zu stabilisieren als die Sorgen, die wir uns damals ganz am Anfang, glaube ich, anhand der Vorausschau sehr zurecht gemacht haben. Aber jetzt kommen die harten Jahre des demografischen Wandels. Und deshalb, glaube ich, ist es auch für uns jetzt als CDU wichtig, dass wir da konzeptionell dranbleiben. Wir müssen über die Frage der privaten Altersvorsorge in einer Niedrigzinslage reden. Und ich finde immer noch das Konzept der Deutschlandrente, was ja auch aus der Mitte der CDU mitgeboren ist, ein ganz attraktives. Und auch darüber würde ich gerne mit Ihnen in den nächsten Jahren diskutieren. Herr Meister, sind das Ideen, mit denen Sie sich anfreunden können? Ist das so die Richtung, die Ihnen vorschwebt? Was ist Ihr Rentenkonzept? Genau, nennen Sie uns Ihr Rentenkonzept und dann gibt es die goldene Ehrennadel. Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema mit ganz, ganz vielen Fallstricken. Ich denke, was für die Rente, aber ich denke auch für viele andere Themen gilt, wir müssen aus dem Reaktiven ins Aktive rauskommen. Sie haben richtig gesagt, jetzt kommen die schwierigen Jahre, jetzt gehen die Babyboomer in Rente. Aber im Prinzip hätte man das vor 10, 15 Jahren in die Wege leiten müssen und nicht jetzt anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, bei einem umlagefinanzierten System ist früher immer besser. Der Punkt geht 100% an Sie. Aber wir werden sicherlich auch in Zukunft weitere Beteiligungsplattformen schaffen, denn das zeigt mir auch Ihr Beitrag. Es gibt viele Mitglieder, die heute auch dabei sind, die sehr viel Ideen, Kompetenz einbringen in die CDU. Das wollen wir gerade künftig auch weiter aufgreifen. Danke, dass Sie so engagiert mitgemacht haben. Schönen Abend noch. Dankeschön. Danke. Danke gleichfalls. So, und ich komme auch noch mal zu einem sozialpolitischen Thema. Hier geht es jetzt aber um Familien und um Corona. Frau Petra Demuth möchte nämlich wissen, beziehungsweise sagt sie erstmal, Leidtragende in der Corona-Zeit sind nach wie vor Familien und Kinder und besonders betroffen auch alleinerziehende Haushalte. Was würden Sie veranlassen, um Familien mit Kindern und Alleinerziehenden im Speziellen in der Corona-Krise, wie würden Sie die entlasten? Also zunächst mal ist ja das Wichtigste, dass wir die Familien unter den besonderen Schutz des Staates stellen. Das heißt, in dieser Corona-Krise auch dafür sorgen, dass wirklich die Betreuungsmöglichkeiten das Letzte sind, was man in Frage stellt. Und das macht mir gerade in der augenblicklich schweren Situation bei Corona Sorge, dass wir hohe Fallzahlen haben, aber immer noch große Freizeitvereinigungen, immer noch volle Stadien haben. Gegen sowas, das müssen wir jetzt wirklich sehr vorsichtig sein, damit am Ende das Wichtigste, nämlich dass das Familienleben funktioniert, dass Schulen offen sind und dass man Betreuungsmöglichkeiten wahrnehmen kann, dass das schon mal in jedem Fall funktioniert. Und wir haben gerade um Alleinerziehende auch zu unterstützen, ja in der Corona-Krise auch die finanziellen Leistungen für Alleinerziehende noch mal erhöht. Und mir ist völlig klar, ein finanzieller Beitrag ist das eine, aber das nimmt auch nicht alle Belastungen weg. Das ist nur ein Teil der Hilfe. Und deshalb haben wir auch gerade heute noch mal über die Herausforderungen, die wir bei Kindern und Jugendlichen auch seelisch haben, in Folge Corona in Mittelpunkt gestellt. Und da müssen wir auch Hilfsangebote ausweiten, da wo es wirklich zu ernsten Problemen kommt, gar keine Frage. Besten Dank, Frau Demuth, auch Ihnen vielen Dank für die Frage. Und wir bleiben beim Thema Corona. Eine Frage, die uns wahrscheinlich alle gerade auch umtreibt, kommt von Ludwig von der Sand. Corona ist die wohl größte Herausforderung der Bevölkerung. Werden Sie eine gerichtsfeste Impfpflicht angehen? Also das, was jetzt kommen wird, ist erstmal eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das heißt also Menschen, die arbeiten in Einrichtungen, wo sehr, sehr gefährdete Personen sind, zum Beispiel Altenpflegeeinrichtungen oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Da wird es, und zwar nicht nur fürs Pflegepersonal, sondern da wird es für alle Mitarbeitenden, die in so einer Einrichtung sind, eine Impfpflicht geben. Daran wird ja gerade gearbeitet. Die zweite Frage, und die ist sehr sensibel. Ich bin ja nun von Haus aus Mediziner und habe mich bisher sehr klar gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, weil sozusagen die Tatsache, dass man einen medizinischen Eingriff nur dann macht, wenn auch wirklich der Einzelne aktiv aus freien Stücken einwilligt, ist ein sehr hohes Gut.
Und gleichzeitig sehen wir in den letzten Wochen, dass wir 15 Millionen Erwachsene haben, die sich nicht impfen lassen möchten, momentan offenkundig. Da sind also die außen vor, die sich nicht impfen lassen können. Und das macht aus, dass dieser Winter wieder so schwierig geworden ist. Und deshalb finde ich es richtig, dass der Ethikrat sich jetzt mal intensiv mit der Frage auseinandersetzt, weil es geht nicht nur um die Frage des Ob, es geht um die Frage möglicher Ausnahmen und es geht nicht zuletzt auch um die Frage, wenn einer einer Impfpflicht nicht nachkommt, was ist denn dann die Konsequenz? Und ich bin nun durch meine Tätigkeit und meine klare Position zu Corona auch immer in den letzten Monaten sehr viel von Impfgegnern auch beschimpft worden. Meine Sorge ist, dass eine allgemeine Impfpflicht noch mal sehr massiv zur Spaltung in der Gesellschaft beiträgt. Insofern, angesichts der schwierigen Lage, ist das keine Diskussion, die man jetzt ausschließen sollte. Aber wir müssen sie erstmal mit Sorgfalt führen, damit wir nicht zu viel Gegenwehr bekommen, dass wir am Ende damit mehr Schaden anrichten, als es nutzt. Besten Dank. Danke dir auch, Christine. Und Herr Braun, Sie haben die aktuelle Situation gerade angesprochen. Und die ist ja wirklich schwierig. Und da hört man auch viel in den Medien, dass viel Kritik geübt wird, weil es jetzt erst eine geschäftsführende Regierung gibt. Die Ampel hat jetzt ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Und dass eben Entscheidungen dann nicht so schnell fallen, wie sie vielleicht fallen sollten. Zumindest liest man das ja sehr häufig, hört es sehr häufig. Wie läuft denn ganz aktuell, Sie sind ja mittendrin, geschäftsführend noch im Amt, wie läuft denn aktuell die Zusammenarbeit zwischen der geschäftsführenden Regierung und der neuen Bundesregierung? Ja. Also ist völlig klar, wenn man geschäftsführend im Amt ist, gehört es auch zu den guten Aufgaben, dass man die Regierung ordentlich übergibt, gerade in so einer Krise. Das ist kein Thema, wo man politischen Parteienstreit machen sollte. Das Problem, in dem wir aber gerade stecken, ist leider, dass wir einen ganz massiven Anstieg der Corona-Welle haben und die ersten Entscheidungen der Ampelregierung im Parlament, Aufhebung der epidemischen Lage, nur noch Maßnahmen mit geringerer Eingriffstiefe, aus meiner Sicht nicht verantwortlich waren. Und deshalb steht man dann eben genau in dieser Zwickmühle. Ordentliche Regierungsübergabe auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber der Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Und da muss ich klar sagen, am Ende geht der Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor. Und gerade in dieser schwierigen Lage jetzt müssen wir wirklich sehr bremsen, weil jetzt droht oder und ist in manchen Teilen Deutschlands schon der Fall, genau das, was wir immer vermeiden wollten, nämlich eine Überlastung des Gesundheitssystems mit dem Risiko, dass auch Menschen, die krank werden, nicht gleich die beste Behandlung bekommen, die sie kriegen sollen. Und an der Stelle muss der Staat handeln. Ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Und ich glaube, das treibt wirklich gerade sehr, sehr viele Menschen auch um. Das ist wirklich mit einer der schlimmsten Phasen der Corona-Welle, kann man so das sagen. Das ist die schwierigste Phase seit Beginn der Pandemie, ganz sicher. Das ist wirklich, treibt uns um. Hoffen wir das Beste, dass wir dann gut trotzdem aus dieser Welle wieder hinauskommen, möglichst schnell vor allem. Wir haben jetzt ein weiteres Mitglied auch in der Leitung, und zwar Herrn Rolf Mugrauer. Grüße Sie, Herr Mugrauer. Hallo, guten Tag. Mit sehr viel wunderschöner Kunst an der Wand. Grüße Sie. Ja, danke. Stellen Sie gerne eine Frage. Ich habe eine Frage zum Thema Wahlalter. Legen Sie los. Das Wahlalter. Ja, ich habe eine Frage zum Thema Wahlalter mit 16 Jahren. Es ist so, dass 2017 einmal die dass die CDU bei einer fiktiven Wahlumfrage 2017 die stärkste Partei war. Dieses Jahr haben die Grünen und die Liberalen das Thema mit uns abgeräumt. Und ich denke, ist Ihre Ansicht, das Wahlalter zu reduzieren auf 16, oder werden Sie dafür sorgen, dass das Grundgesetz mit der Mehrheit der CDU-Länder nicht geändert werden kann? Also ich bin dafür, dass wir beim Wahlalter 18 bleiben. Wir haben ein Alter 18, wo die volle Geschäftsfähigkeit kommt. Dann kann man wählen, dann kann man Geschäfte, aber vieles andere. Und ich finde das erstmal richtig. Und gleichzeitig muss man sagen, wir müssen sehr daran arbeiten, dass junge Wähler zur CDU zurückkommen. Sie haben es gesagt, wir hatten schon viel bessere Zeiten. Ich erinnere mich an die Bundestagswahl 2013, wo wir über 41% hatten und auch bei jungen Wählern extrem stark waren. Und da ist die eine Aufgabe, dass wir
eben die Beteiligungsmöglichkeiten verbessern, aber auch, dass wir die Themen, die der jungen Generation wichtig sind. Und dazu gehören gute Bildungsbedingungen, dazu gehören Bildungsaufstiegsmöglichkeiten im Lebensverlauf, dass man sagen, ich kann auch später noch mal studieren gehen. Also lauter solche Themen, finde ich, müssen wir aufgreifen, dass wir als CDU bei der Jugend stark sind. Und deshalb beim Wahlalter geht es mir nicht um taktische Fragen, sondern da geht es bei mir aus meiner Sicht darum, sehr klar, dass in dem Prozess, ab wann man erwachsen ist und mit allen Fragen Verantwortung trägt, dass wir da ein klares Datum haben. Und das ist aus meiner Sicht beim Wahlalter ab 18. Kann ich noch eine Zusatzfrage stellen? Na klar. Das Argument, dass wir langfristig dadurch eine steigende Wahlbeteiligung bekämen, zählt das für Sie weniger? Also die Wahlbeteiligung Prozent, ob die dadurch wirklich steigt, weiß man nicht. Und wir sehen ja Riesenschwankungen von Wahl zu Wahl in der Wahlbeteiligung. Die Aufgabe, die Wahlbeteiligung zu steigern, liegt darin, dass wir attraktive Angebote für die Bürger machen. Und da werden wir in den nächsten 2 Jahren als CDU ja richtig was vorlegen. Das ist aus meiner Sicht nicht die zentrale Frage, sondern die zentrale Frage ist, ab wann man als Bürger dieses Landes mit allen Rechten und Pflichten an unserer Gesellschaft teilnimmt. Und da, glaube ich, ist es gut, wie es ist. Herzlichen Dank, Herr Braun. Ich stimme Ihnen zwar zu, aber Ihre Ansicht wird gereicht. Alles klar. Das gehört zu einer Volkspartei CDU dazu. Man darf auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Aber ganz herzlichen Dank jedenfalls für Ihr Mitmachen. Schönen Abend noch. Danke. Schönen Abend. Dankeschön. So, wir gehen schon. Die Zeit vergeht wie im Fluge in die letzten 10 Minuten unserer Sendung. Wir haben noch 1, 2 Zuschaltungen in der Leitung. Wir beginnen mit Dominik Schottmann zum Thema Deutsche Bahn. Das treibt mich natürlich als regelmäßigen Bahnkunden auch um. Ich bin gespannt auf Ihre Frage. Grüße Sie. Guten Abend. Guten Abend. Herr Braun. Hallo, Herr Schottmann. Eine Frage wäre, ich beschäftige mich über die Deutsche Bahn und die neue Bundesregierung will die Deutsche Bahn zerschlagen. Was soll das jetzt bedeuten? Und hat die Deutsche Bahn eigentlich Zukunft? Wie fange ich jetzt mal an? Die Grünen, FDP und SDP waren ja die Bahn, die Grünen waren ja mehr in Deutschland tagt, mehr Geld investieren. Und da ist ja die Frage, wie soll die Deutsche Bahn in Zukunft aussehen? Hat sie Zukunft oder hat sie keine Zukunft? Gerade im Thema Güterverkehr. Von der Straße auf die Schiene wieder zu verfrachten. Ja, also erstmal, ich glaube, das, worauf es im Wesentlichen ankommt, ist nicht irgendwie eine Aufteilung der Deutschen Bahn, da halte ich nichts davon. Das, worauf es ankommt, ist, dass wir investieren in die Digitalisierung des Schienennetzes. Weil das führt dazu, dass wir auf dem bestehenden Schienennetz nicht nur pünktlicher und schneller werden, sondern dass wir sehr viel mehr Bahnverkehr auf unserem Schienennetz abwickeln können. Das wird eine richtig teure Sache. Dafür müssen wir das Geld auch als Bund mit bereitstellen. Das kann sozusagen die Bahn nicht nur selber erwirtschaften, sondern da müssen wir Eigenkapital geben, damit das deutsche Bahnnetz digitalisiert wird. Und dann kriegen wir nicht nur den schnellen Deutschlandtakt, der es für die Personenbeförderung attraktiv macht, sondern dann kriegen wir eben auch sehr viel mehr Güterverkehr noch auf die Deutsche Bahn und entlasten damit die Straße und machen den Güterverkehr umweltfreundlicher. Herzlichen Dank, Herr Schottmann, für Ihre Frage. Ich hätte mal noch eine ganz kurze Frage. Ah, Sie wollen noch? Okay, dann legen Sie noch einen drauf. Ja, wie gesagt, ich bin davon von der Bahn, bin davon von klein auf sehr gerne mit der Bahn gefahren. Was ich mir wünschen würde für die Zukunft, für die Deutsche Bahn, dass die Menschen mehr mit der Bahn fahren sollten, als wie mit dem Auto zum Thema Klimaschutz. Dass die Leute sagen, dass sie mal umdenken, dass die Umwelt entlastet wird, dass die, Fahrten attraktiver werden. Die Bahn muss attraktiver werden, sozusagen. Wenn ich jetzt übers Land fahre, ich benutze täglich die Deutsche Bahn von Gouda nach Mühlhausen. Und da würde ich mir wünschen, dass die Bahn da mehr was zu bieten hat, wie WLAN, dass die Fahrt attraktiver wird. Neue Fahrzeuge würde ich mir auch wünschen für die Gouda-Erfurter
Bahn zwischen. Sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Schätze ich bei diesen Wünschen. Nee, absolut. Also ich meine, was wünscht sich jeder Bahnkunde? Das Erste, dass sie pünktlich ist. Und das Zweite, dass sie oft fährt. Und das sind zwei Dinge, die man eben mit dem, was ich gesagt habe, Digitalisierung des Schienennetzes und Deutschlandtakt auch erreichen kann. Und das Dritte ist natürlich der Komfort, wenn man in der Bahn sitzt. Und das Thema, dass die WLAN-Router in den Zügen so oft kaputt sind, das ist wirklich kein Ruhmesblatt für Deutschland. Da habe ich auch schon mehrfach mit der Deutschen Bahn drüber gesprochen. Das muss sich mal ändern, weil das ist heute ja eigentlich das, was man zentral macht, wenn man in der Bahn ist, dass man die Online-Angebote nutzt. Und da bin ich völlig Ihrer Meinung, das muss besser werden. Herr Schottmann, ganz herzlichen Dank und trotz allem weiter immer gute Fahrt mit der Deutschen Bahn. Tschüss. Ja, und danke für umweltfreundliches Reisen. Genau. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, und jetzt kommen wir auch schon zur vorletzten Frage, und zwar eine Zuschaltung von Gerd Thomas Mundinger zum Thema Familienpolitik. Hallo, Herr Mundinger, schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, als ich vor fast 40 Jahren in die Partei eingetreten bin, war die CDU die Familienpartei. Wir sind es auf kommunaler Ebene, denke ich, schon noch, mit Abstrichen auch noch bei uns in Land Hessen, aber bundesweit bemerke ich eigentlich, dass insbesondere im letzten Wahlkampf dieser Alleinstellungsmerkmal des Familiensplitting überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja, also das habe ich ja vorhin, glaube ich, auch einmal angedeutet. Wir haben im Wahlkampf sehr viele Herzensthemen der CDU auch liegen lassen. Ja, also die Anliegen der hart arbeitenden Bevölkerung, auch die Anliegen von Familien, da gibt es viel. Und wir hatten es eigentlich auch im Wahlprogramm drinstehen, also zum Beispiel die Verbesserungen beim Elterngeld, was die Partnermonate angeht und solche Dinge. Ja, die Zusammenführung der familienpolitischen Leistungen sozusagen in einer leicht zugänglichen Gesamtleistung. Also wir haben Ideen und es stimmt, also wenn ich so denke, zurück in die Zeiten, wo Ursula von der Leyen mal Familienministerin war, wo ja viele dieser Unterstützungsleistungen, die wir heute haben, von der CDU überhaupt erstmal auf den Weg gebracht worden sind. Da kann man mit Fug und Recht sagen, wir sind die Partei der Familie und ich glaube auch daran hat sich nichts geändert, aber die Leute haben es nicht mehr gespürt und deshalb müssen wir erstens mehr drüber reden und zweitens diese guten Ideen, genau, die wir jetzt da noch haben, auch in der Opposition ganz laut sagen, in der Hoffnung, dass vielleicht das eine oder andere umgesetzt wird oder dass es eben ein Grund ist, dass Familien beim nächsten Mal aus tiefer Überzeugung wieder CDU wählen. Ja, dazu gehört es aber, dass wir diese Themen nach vorne stellen und nicht in irgendwelche Nebenkriegsschauplätze von anderen Parteien uns sozusagen verlieren. Absolut richtig. Sind wir uns sehr einig. Herzlichen Dank, Herr Mundinger, für diese wichtige Frage. Ihnen auch noch einen schönen Abend. Und das war auch Dankeschön, unsere letzte Schalte für alles heute. Gute. Sie hatten also die Ehre der letzten Schalte an diesem Abend. Aber Christine, du hast auch, glaube ich, noch eine Frage. Genau, Frank. Ich klaue dir sozusagen die letzte Zuschauerfrage. Denn eine Schalte hat leider technisch nicht geklappt, aber das ist kein Problem, denn ich lese sie einfach gern stellvertretend vor. Es ist eine eher persönliche Frage von Ralf Schulz und der möchte wissen, sehr geehrter Herr Braun, ich stelle Ihnen genau die gleiche Frage wie gestern auch Herrn Röttgen. Für mich als relativ neues CDU-Mitglied ist Ihr Profil bisher eher unscharf geblieben. Was sind denn Ihre drei Kernthemen und Ihr Themen und Ihr Herzensanliegen? Also für was brennen Sie? Also ich möchte gerne deshalb CDU-Vorsitzender werden, weil ich mir wünsche, dass in der CDU mitzumachen einfach richtig Spaß und Freude macht. Dass wenn man mit Freunden und Bekannten diskutiert, man nicht nur den Stolz hat zu sagen, ich bin in der CDU und dafür stehe ich, sondern dass man auch bei denen ankommt, bei den Töchtern, den Enkeln und den Freunden und Bekannten. Und dazu möchte ich, dass wir einfach eine andere Führungskultur entwickeln. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte nicht Fraktionsvorsitzender werden. Ich finde es auch Quatsch, jetzt darüber zu reden, wer irgendwann Kanzlerkandidat wird, sondern ich habe in der CDU angefangen, weil ich da so viele Leute getroffen habe, die einfach die gleichen Ziele verfolgen und mit denen es zusammen Spaß macht. Und ich brenne dafür, dass das etwas ist, was uns auf der Bundesebene wieder gelingt. Da haben wir in Stilfragen wirklich in den letzten Jahren ein ganz schlechtes Bild abgegeben. Und ich möchte mit der Art, die ich habe, dass diese CDU einfach als geschlossener, fröhlicher, zuversichtlicher und zukunftszugewandter
Partei wahrgenommen wird und dass sie sich wirklich, und das ist ja eben bei ganz vielen Fragen rausgekommen, bodenständig um die Anliegen der ganz normalen Menschen kümmert, dass die das Gefühl haben, wir sind bei der CDU zu Hause. Und deshalb habe ich mich entschieden, mich hier in diesen Ring zu werfen und bei Ihnen als Mitgliedern um Vertrauen zu werben. Ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, ein gutes Bild haben wir ja alle schon abgegeben bei dem heutigen CDU Live. Das war eine sehr, sehr muntere Diskussion wieder mal. Danke an alle, die mitgemacht haben. Und Christine, im Chat war auch eine Menge los, glaube ich. Komm einfach mal zu uns rüber. Genau, ich komme gerne wieder rüber. Wie ist denn dein Fazit heute wieder? Mit den Zuschaltungen, glaube ich, und den Zuschauerfragen, die uns vorab erreicht haben, die ich so aus dem Chat herauslesen konnte, haben wir, glaube ich, ein unglaublich breites Themenspektrum wieder abgebildet. Und vielen Dank für die herzlichen Antworten, auch für die ausführlichen Antworten. Und ganz zum Schluss wollen wir von Ihnen aber noch wissen, was nehmen Sie denn aus diesem Abend mit und was geben Sie auch unseren Zuschauern mit? Na, ich finde, das, was man ja merkt, wenn wir einfach mit den Mitgliedern im Gespräch sind, was wir für Kompetenzen haben, Menschen, die sich für Familienpolitik, für Rentenpolitik, für die Wirtschaft oder für die Deutsche Bahn interessieren und die eine Vorstellung davon haben, wie unser Land sein muss. Und die alle sozusagen mitzunehmen und zu sagen, jeder Einzelne macht die CDU stärker und deshalb nehmen wir jeden Einzelnen ernst. Und das endet nicht mit einer Mitgliederbefragung im Dezember oder Januar, sondern das ist jetzt ein Prozess, dass die CDU die modernste Volkspartei wird in Deutschland oder vielleicht in ganz Europa. Das ist ein Weg zu gehen, weil ich auch selber sehe, dass wir sehr viel unserer Energie für Deutschland, für die Regierung aufgewendet haben. Aber jetzt, wenn Opposition auch Mist ist, ist es doch mal eine Chance, dass wir uns jetzt um uns selber kümmern. Und da merkt man doch, die Leute haben auch Lust drauf. Ich habe auch Lust drauf und deshalb fand ich, das sind wertvolle Anregungen. Und jetzt packen wir das an. Tolles Schlusswort. Frank. Ganz herzlichen Dank. Und ich gebe das Lob einfach mal weiter an alle die, die mitgemacht haben, die zugeschaut haben, die sich beteiligt haben. Das war wieder richtig gut. Tolle Ideen, die hier eingeflossen sind, tolle Themen, die zur Sprache gekommen sind. Da ist richtig viel dabei gewesen, ein bunter Themenmix. Also herzlichen Dank an Sie alle fürs tolle Mitmachen. Ein Dankeschön geht auch, und das hat der Frau Tröger auch schon richtigerweise gesagt, bei ihrer Zuschaltung ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helferinnen und Helfer hier aus dem Konrad-Adenauer-Haus, die dafür Sorge tragen, auch wenn sie jetzt nicht im Bild zu sehen sind, dass wir alle gut im Bild zu sehen sind und auch gut zu hören sind und das Ganze drumherum auch gut funktioniert. Das ist wirklich eine Menge Arbeit, die dahinter steckt. Also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Ja, mit uns beiden war es das jetzt für diese CDU-Live-Veranstaltung. Leider schon vorbei, aber wenn Sie Herrn Braun noch mal sehen möchten, dann können Sie das gerne tun am kommenden Mittwoch. Haben wir unser Townhall-Meeting mit Herrn Braun, mit Norbert Röttgen und Friedrich Merz um 18 Uhr im Livestream auf cdu.de oder auf Phoenix. Schauen Sie es gerne an, wird sicherlich auch sehr, sehr spannend werden. Und nochmal die herzliche Bitte für diejenigen, die es noch nicht getan haben, registrieren Sie sich bitte online für die Mitgliederbefragung noch bis zum 2. Dezember. Kurz vor Mitternacht haben Sie die Chance auf www.anmeldung-cdu.de. Ja, das war's. Ich bedanke mich sehr herzlich. War ein spannender Abend. Ihnen allen jetzt noch einen wunderschönen Restabend. Und wie immer, bleiben Sie gesund und munter. Tschüss. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.